Unseren inhaltlichen Sachen. Wir müssen die Navigation noch zu Ende bringen. Ich habe letztes Mal euch angefangen zu erzählen, nachdem wir ja über Beeinflussbarkeit uns Gedanken gemacht haben, also wie kann man Prozesse steuern und warum sollte man Prozesse auch steuern können und wie steuert man sie. Angefangen mit der Notwendigkeit der Navigation und dem Kriterium der Orientierbarkeit, aber da habe ich heute nur die Hälfte erzählt. Ordnen wir das Ganze, was wir schon gesehen haben und das, was heute kommt, mal ein bisschen ein. Was ist eigentlich Orientierbarkeit? Warum ist das eigentlich überhaupt ein wichtiges Thema? Das Problem ist, dass wir wieder mal einen Designkonflikt haben. Nämlich den, dass wir zum einen Vollständigkeit haben wollen. Logisch, alles, was das Programm kann und alle Inhalte, die angeboten werden, die soll man auch wahrnehmen können. Jetzt ist die naive Überlegung dazu oder die naive Aufforderung, alles auf einmal darzustellen. Das geht natürlich nicht. Und zwar aus mehreren Gründen nicht. Zum einen geht es rein physikalisch, faktisch schon mal nicht. So ein Raum, in dem ich was darstelle, ist nun mal nicht unendlich groß. Sowohl in der Realität nicht und schon gar nicht am Computer, wo die Darstellungsräume, die Möglichkeiten, für irgendwas räumlich darzustellen, sehr beschränkt sind. Im Vergleich zu zum Beispiel so einem Hörsaal, wo ich doch viel mehr Objekte auf viel größerer Fläche verbreiten könnte. Oder auch einem Schreibtisch. Aber vor allen Dingen liegt es auch an den Einschränkungen, die wir für die Übersichtlichkeit mal besprochen haben, nämlich dieses eingeschränkte Sichtfeld. Ich kann ja selbst, wenn ich Objekte über riesige Flächen verteilen würde, ich kann sie ja gar nicht wahrnehmen, alle auf einmal, sondern ich muss die ja sequenziell oder auf jeden Fall irgendwie, naja, selektiv wahrnehmen. Das heißt, ich habe dann immer eine Notwendigkeit für irgendwelche Navigationstechniken. Und daraus haben wir das Kriterium der Orientierbarkeit abgeleitet, nämlich, dass ich mich orientieren muss in dem Ganzen. Ich sehe zwar nur einen Teil, aber ich muss immer irgendwie eine Orientierung für das große Ganze bekommen. Beim letzten Mal habe ich dabei über Techniken gesprochen, die auf einer Indexebene dieses Große und Ganze irgendwie zugänglich machen. Machen wir uns nochmal in Gedanken darüber, was war überhaupt notwendig. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie einen strukturierten Index. Wenn ich die Sachen zugänglich machen will, muss ich sie irgendwie strukturiert abgespeichert haben. Das geht nicht anders, weil ich muss ja wissen, was ich noch zusätzlich darstelle und woraus ich es generiere. Das heißt, ich brauche irgendwie einen gearteten Zusammenhang zwischen den Objekten und den muss ich irgendwie speichern. Das habe ich dann Index genannt. Der kann syntaktisch sein. Das heißt, ich kann rein aus der Form der Zeichen oder aus irgendwelchen Ordnungsgegebenheiten eine Struktur erzeugen. Alphabetische und zeitliche Reihenfolgen sind sowas. Oder in der Seitenfolgen auch, ne? Also das sind ja auch Nummern, da ist es kein Problem, da habe ich eine rein syntaktische Abfolge. Oder ich habe eine semantische Struktur, das heißt, die Dinge sind thematisch einander zugeordnet. Das sieht man hier rechts schön, hier in diesem Graphen da, diesem Baum, der hier dargestellt ist, das ist auch eindeutig eine semantische Struktur. Da hängen die Sachen inhaltlich zusammen. Genauso in dem Menü da oben. In dem Menü da oben sind die Menüelemente ja nicht alphabetisch einsortiert oder irgendwie so, sondern sie sind nach Gruppen einsortiert, also nach einer Semantik einsortiert worden. Man sieht hier auch schön bei der Orientierbarkeit, dass man sich diesen Designkonflikt Vollständigkeit versus Übersichtlichkeit immer neu austarieren muss. Dieses Menü da oben ist eine gute Lösung für solch eine Art von Technologie, wie wir sie hier stehen haben, so ein Laptop. Dafür ist so ein Menü gut, weil es nicht alles gleichzeitig darstellt, aber immer noch relativ viel darstellt, nämlich die oberste Menüebene ja immer die ganze Zeit darstellt. An anderen Technologien oder wenn ich andere Technologien einsetze, wie so ein kleines Handy oder vielleicht auch ein Tablet, dann ist dieses keine gute Lösung. Dann muss ich diesen Designkonflikt anders austarieren. Und dann komme ich zum Beispiel zu diesen Lösungen wie diesen Burger-Icons, was wir beim letzten Mal auch schon hatten. Also was ja eigentlich, das Burger-Icon hat sich irgendwie als Begriff eingebürgert. Es ist an sich ja eine ikonische Darstellung eines Menüs. Ne, eine abstrahierte Darstellung eines Menüs, also diese drei Striche. Gut, das waren also Navigationstechniken jeweils auf Indexebene. Wie sieht es jetzt aus mit Navigation auf Objektebene? Was bedeutet das überhaupt? Worum geht es denn? Das Objekt, was ich darstellen will, zum Beispiel ein Text, ein Bild, irgendetwas, ist größer als das, was ich darstellen kann. Also ich kann nicht den ganzen Text
auf einmal darstellen. Das ist ein bekanntes Phänomen, kann man ja fast nie. Welchen Text am Computer kann man schon auf nur einer Bildschirmseite komplett darstellen, so dass man ihn auch noch lesen könnte? Schwer möglich, nur für ganz kurze Texte geht das. Entsprechend gibt es natürlich andere Inhalte, wo das der Fall ist. Oder wo das sogar in der Natur der Sache liegt. Ein Film zum Beispiel ist ja von sich aus schon sequenziell. Den möchte ich ja gar nicht ganz auf einmal sehen. Obwohl es vielleicht auch da Möglichkeiten gäbe, das irgendwie so darzustellen, dass ich irgendwie all den ganzen Film auf einer Bildschirmseite sehe. Aber ist nicht unbedingt das, was gewollt ist. Da brauche ich auch entsprechende Orientierungstechniken, Navigationstechniken auf Objektebene. Und da gibt es, auch hier kann ich jetzt mir wieder überlegen, naja, syntaktisch und semantisch kann man unterscheiden. Die meisten auf Objektebene sind eher syntaktischer Natur, nicht semantischer Natur. Wir sehen gleich so ein paar Beispiele dafür. Welche Techniken gibt es? Rollen und Scrollen, Scrollen müsste man ja eher sagen, ist eine der verbreitetsten, wichtigsten Techniken. Und dann gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, wenn das nicht mehr so möglich ist. Also Scrollen, was kennt man? Die Scrollbars. Scrollbars sind leider eine aussterbende Art, hätte ich bald gesagt, also aussterbende Technik. Zumindest, dass man sie so dauerhaft sieht. Hier ist wieder mein geliebtes altes Beispiel, also mein geliebtes altes System, der Atari. Aber der hatte schon diese Scrollbars, wie sie eigentlich ideal sind. Man sieht also rechts hier die Scrollbar und hier einmal markiert, was man da alles sieht. Ein Aufwärtsbildlauf, wenn man draufklickt, dann klettert man eine Seite nach oben. Ein Abwärtsbildlauf, einen Rollbalken, in dem man über die ganze Höhe einen Balken und ein Bildlauffeld, was man verschieben kann auf diesem Balken. Was ist das Schöne an dieser Scrollbar? Zum einen kann man, sieht man, es gibt noch mehr. Das ist auf jeden Fall schon mal das A und O. Deswegen machen wir das überhaupt. Wir müssen darstellen, es gibt noch mehr. Das ist nämlich problematisch, wenn wir nicht sehen, dass es noch mehr gibt. Wir sehen aber nicht nur, dass es noch mehr gibt, sondern wir können dieses Mehr mit der Scrollbar auch erreichen, mit dem gleichen User-Interface-Element. Das ist schon mal sehr erfreulich. Aber vor allen Dingen, und das ist etwas, was wirklich für viele Entscheidungen, die man machen möchte, und wenn man kompetent mit dem Computer umgehen will oder informiert umgehen möchte, man sieht auch, wie viel vom Ganzen man sieht. Man sieht ja, dass dieses Bildlauffeld hier, dieses rechteste, viel größer ist im Vergleich zum ganzen Balken als dieses von dem kleinen Fenster da in der Mitte. Das heißt, man sieht auch ein Verhältnis. Und das ist etwas, was wirklich einen großen Informationsgewinn macht. Ich habe gesagt, es ist leider eine aussterbende User-Interface-Technologie. Und wie so oft kommen solche Verbesserungen, die solche Sachen schlechter machen, irgendein Hersteller hat immer damit angefangen. Ne? Häufig habe ich schon über Microsoft gelästert, diesmal ist es wieder mal Apple gewesen, die gesagt haben, wir schaffen das ab, wir zeigen das nicht dauerhaft an. Warum? Warum macht man das? Warum zeigt man das nicht dauerhaft an? Wenn man es nicht anzeigt, sieht es ordentlicher aus. Das kann man schlicht und ergreifend sagen. Wenn man so ein Bildschirm, so ein User-Interface im Laden verkaufen will, hat da so einen Rechner stehen und da sind nicht lauter so User-Interface-Elemente drauf, dann sieht das so schön übersichtlich aus. Es passieren aber solche Fehler wie dieser hier. Und das ist mir tatsächlich passiert, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich hatte tatsächlich dieses Phänomen öfter. Ich habe hier ein Finder-Fenster, was bei Windows der Explorer ist, und ich suchte da drin eine bestimmte Datei, also einen bestimmten Foliensatz. In diesem Beispiel hier den 14 Ergonomie im Kontext, also diese Veranstaltung von vor ein paar Jahren, und fand den nicht. Und bin dann zu meinem Chef damals entsetzt rübergegangen, habe gesagt, du hast den ja gar nicht dahingelegt. Dann sagte er, doch, habe ich doch, hier ist er doch. Warum habe ich den nicht gesehen? Weil man nicht sieht, dass es hier noch mehr gibt. Diese Scrollbar wird nur dann eingeblendet, wenn man sie benutzt. Wenn man aber denkt, da ist nichts, benutzt man sie ja auch nicht. Also das ist eigentlich überhaupt gar keine gute Idee, diese Scrollbar nicht dauerhaft anzuzeigen. Zumal kann mir wirklich keiner argumentieren, dass hier kein Platz wäre auf diesem Bild. Das heißt, man nimmt den Nutzer hier absichtlich eine Navigationsmöglichkeit, eine Informationsmöglichkeit. Das heißt, alle Mac-Nutzer, Tipp, man kann das in den Einstellungen einschalten, dass man die immer sieht. Würde ich euch sehr empfehlen zu tun, wenn ihr so einen Mac benutzt. Ich zeige euch gleich auch noch ein Beispiel,
glaube ich zumindest, dass ich es hier eingebaut habe, wo man sieht, was für eine Hilfe das wirklich sein kann. Bei der Gelegenheit möchte ich euch gleich davon abbringen, eine bestimmte Unart zu unternehmen, die leider momentan üblich ist. Und ich zeige sie euch hier an dem Beispiel von dieser Website, das ist Flickr. Flickr ist eine Bildverwaltungswebsite, wo man seine Bilder hochladen kann und dann der Öffentlichkeit zeigen kann. Ich habe ihr nach Paderborn gesucht. Und jetzt achtet mal darauf, das ist jetzt hier unter Windows, da ist die Scrollbar ständig zu sehen, zumindest in der Art und Weise, wie ich es eingestellt habe. Achtet mal drauf, was mit der Scrollbar passiert, wenn ich auf dieser Seite scrolle. Die wird erstmal immer kleiner, sowieso schon komisch. So, jetzt nehme ich sie, scrolle runter und gleich an irgendeinem Punkt passiert etwas. Zup, jetzt ist auf einmal alles weg, jetzt ist die Scrollbar kleiner geworden. Jetzt gehe ich mal ganz nach unten, jetzt sind wir ganz unten. Ah, jetzt sind wir auf einmal wieder irgendwie in der Mitte. Es macht keinen Sinn, einen Scrollmechanismus anzubieten, wenn die Seite dabei sich in der Länge verändert. Also wenn sie länger wird, geht es ja sogar noch, aber es gibt ja sogar manchmal Beispiele, werden die Seiten wieder kürzer. Da ist man dann auf einmal irgendwie oben. Das ist gar nicht sinnvoll. Bei sowas, wenn man das macht, kann man auch darüber nachdenken, ob man nicht mit Blättern, über Seitenblättern besser bedient wäre. Hier ist das Beispiel von, was ich gerade meinte, wo es einen informiert, dass man so eine Scrollbar sieht. Das sind Bilder, die habe ich am Wochenende gemacht, an einem Rugby-Länderspiel. Im Gegensatz zu den Fußballern hat die Rugby-Nationalmannschaft am Wochenende ein Länderspiel gewonnen. Hat nur keiner mitgekriegt, weil die Sportart so unbekannt ist. Ich habe reichlich Bilder gemacht, wie man sieht, und fing an, die Bilder auszusortieren. Und habe dann irgendwann, das war mal, ich arbeite irgendwie immer nachts, ich bin so ein Nachtmensch, irgendwann habe ich gedacht, naja, lohnt es sich jetzt eigentlich weiter zu sortieren oder sollte ich das besser morgen machen? Ich hatte bis hierhin sortiert und jetzt sehe ich, aha, es sind 3.288 Bilder und ich bin irgendwie noch ganz oben in meiner Liste. Also habe ich den Rechner zugeklappt und habe gesagt, ich mache es erst am nächsten Tag. Das bietet, diese Information bietet mir die Scrollbar. Deswegen ist es sinnvoll, dass ich so eine Scrollbar immer sehe. Wann macht Scrolling denn keinen Sinn? Es kann natürlich sein, dass es auch Situationen gibt, wo man sonst Scrollen nicht benutzen kann. Grundsätzlich kann man sagen, wenn man die Auswahl hat zwischen Blättern und Scrollen, favorisieren die Leute meistens so ein Scrolling, so einen leichten Übergang. Zum Beispiel auch bei sowas wie da oben links, also so ein Media Player. Da präferieren die Leute es auch mit einem Scrolling zu arbeiten, anstatt zu sagen, eine Minute vor, eine Minute zurück oder nächstes Kapitel, vorheriges Kapitel, sondern die scrollen lieber da durch und gucken dann, wo sie dann gerade sind. Das hat aber natürlich seine Grenzen. Das kann man sich auch ganz leicht vorstellen. Wenn man ein Scrolling hat und hat hier, nehmen wir uns mal das hier an, hätte hier 500 Seiten und will dann mit dieser Scrollbar eine bestimmte Seite anspringen, dann geht das nicht. Das heißt nicht unbedingt, dass man deswegen die Scrollbar nicht mehr darstellen sollte, weil die anderen Informationen, wie Verhältnis zum Ganzen und wo ist man eigentlich, hat es ja immer noch, aber das darf nicht das Einzige sein dann. Deswegen gibt es ja in den Scrollbars zum Beispiel auch noch die Pfeile nach oben und nach unten, wo man seitenweise durchspringen kann. Auf jeden Fall hat Scrolling dann seine Grenze, wenn der Bereich sehr, sehr groß wird. Dann sollte man darüber nachdenken, kein Scrolling anzubieten, sondern was anderes. Und dann ist Blättern eine gute Lösung. Blättern hat natürlich auch sonst Vorteile. Also Blättern ist immer dann gut, wenn man sagen kann, ich will eine feste Menge an Elementen auf dem Bildschirm darstellen. Dann muss man nicht unbedingt scrollen, sondern dann kann man sagen, ich blättere. Ich blättere über Seite 1, Seite 2, Seite 3. Idealerweise vielleicht nicht 1, 2, 3, sondern sogar benannte Seiten, durch die man blättert. Ja, wenn man viele Elemente hat, bleibt irgendwann nichts anderes übrig, dann muss man irgendwie auch ein Blättern haben oder so eine Kombination aus Scrollen und Blättern, die ich gerade angesprochen habe. Und es ist auf jeden Fall auch ein großer Vorteil, wenn ich blättern kann, kann ich einzelne Seiten mit Nummer ansprechen. Das ist etwas, was verloren geht beim Scrolling. Wenn ich das habe, dann kann ich nicht so richtig sagen, guck doch mal auf Seite 5 oder sowas. Diese Information geht verloren. Das ist manchmal ein Nachteil, zum Beispiel bei E-Books. E-Books haben keine Seitenzahlen. Sondern das scrollt man ja im Prinzip so durch, beziehungsweise man hat vielleicht oft Seiten, die man umblättert, aber wenn man ein anderes Gerät nimmt oder hält das quer oder schräg, dann ändern sich die Seiten. Das heißt, da habe ich da das Problem, dass ich nicht blättern kann, dass ich keine feste Zuordnung des Blätterns habe. Wenn man das braucht,
für den Anlass sollte man das anders machen. Der Clou bei diesem Beispiel hier ist, das ist so eine alte Siemens-CD, das Blättern ist eingebaut in die Inhaltsdarstellung. Ich blättere weiter, indem ich diesen Pfeil drücke, der in diesen Zeitstrahl eingebaut ist. Wenn einem das gelingt, dann ist man natürlich sowieso auf einer guten Seite. Dann kann man so ein Blättern sehr gut semantisch unterstützen. Auch beim Blättern ist es wichtig, das Verhältnis zum Ganzen darzustellen. Das ist eigentlich immer angebracht, das Verhältnis zum Ganzen darzustellen, wenn ich Teilobjekte zeige. Google macht das relativ gut. Ich sehe da, dass ich auf Seite 7 bin und dass es offensichtlich 16 Seiten gibt. Ihr kennt alle von Google das Phänomen, dass man manchmal, wenn man Seiten weiter, dass auf einmal die Seitenzahl hinten sich ändert. Wie das kommt, ist mir ein bisschen rätselhaft. Aber theoretisch ist das eine gute Lösung. Wenn ich weiß, wie viele Seiten sind es denn, dann gebe ich einfach mehrere an. Das Schöne ist auch, ich kann diese einzelnen Seiten anspringen. Schlechter gelöst ist es darunter. Ich kann zur ersten Seite gehen, ich kann zur vorherigen Seite gehen, ich kann zur nächsten Seite sehen. Ich habe überhaupt keinen Sinn mehr dafür. Wo bin ich im Verhältnis zum Ganzen? Auf welcher Seite bin ich? Wie viele Seiten gibt es? Das geht mir gänzlich verloren an dieser Stelle. Das ist eine Technik, wo man unbedingt dran denken soll, sowohl beim Blättern als auch beim Scrollen, dran denken, das Verhältnis zum Ganzen mit darzustellen. Jetzt hatten wir zwei Techniken, die jeweils einen Ausschnitt dargestellt haben. Man hat immer einen Ausschnitt. Achso, das Video läuft schon. Egal, ich erzähle erstmal. Man hat immer einen Ausschnitt und dieser Ausschnitt muss dargestellt werden, wie er sich zum Ganzen verhält. Man sieht aber dieses Ganze nicht mehr. Das Ganze geht verloren. Es gibt Techniken, die versuchen, beides gleichzeitig zu machen. Und eine seht ihr hier. Dies ist ein Beispiel allerdings auf Indexebene, aber es ist so ein schönes Beispiel, deswegen habe ich es an der Stelle trotzdem mal eingebaut. Ich habe eine lange, lange Liste, einen langen Index. Und in dem Index könnte ich auch immer nur einen kleinen Ausschnitt eigentlich wirklich sehen. Und ich würde immer irgendwie das Verhältnis zum Ganzen verlieren. Und hier hat man eine Technik gewählt, die man üblicherweise Fisheye-Technik nennt, also Fischaugentechnik. Das ist so eine Objektivart Fischaugenobjektive, die so extrem verzerren. In der Mitte ist alles groß und nach außen wird alles ganz klein, aber man sieht halt sehr viel auf einmal. Und da hat man sich hier angelehnt, dass man es schafft, oder dass man es so macht, dass der mittlere Bereich, da wo ich gerade hingucke, jetzt mal gleich weiter nach unten, sieht man, der Bereich, wo ich gerade bin, der ist immer größer dargestellt und nach außen ist aber trotzdem immer noch alles zu sehen. Zwar so klein, dass ich nicht mehr wirklich die einzelnen Elemente vernünftig unterscheiden kann, aber ich kann immer noch sehen, vor allen Dingen, wenn man sich auf der linken Seite, jetzt müssen wir gerade einen Moment warten, bis das Video da wieder ist, diese Buchstabeneinteilung sieht, man dann immer noch sieht, wie viel dann da oben in die entsprechende Richtung kommt. Das Gleiche geht natürlich auch auf Objektebene. Hier mal gucken. Der Herr Furness hat das entwickelt und hat da sich auch inspirieren lassen, unter anderem von einem Cover vom New Yorker. Das Bild ist einigermaßen bekannt, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Das soll so darstellen das Weltbild eines New Yorkers. Und was sieht man da? Man sieht hier die 9th Avenue, 10th Avenue, danach kommt irgendwie nicht mehr, dann kommt schon der Hudson River, dahinter ist Jersey, dann kommt der Rest Amerikas, da irgendwie Kansas City, Nebraska, dann kommt der Pazifik, hinten ist Japan. Ne? Das ist das Weltbild eines New Yorkers. Das heißt, da wo er wohnt, gibt es ganz viele Details, da sieht man sogar einzelne Leute, da sieht man einzelne Läden. Und je weiter das Ganze weg ist, weiß man zwar wohl noch, dass es das gibt, aber es interessiert einen eigentlich auch nicht so richtig. Also deswegen kann man damit weniger Details nach da hinten hin arbeiten. Das ist im Prinzip die Technik, die man bei dieser Fisheye-Technik ansetzt. Das heißt, alles, was weiter weg ist, zeigt man mit weniger Detail an. Hier ist es ein Beispiel an einem Kalender. Der aktuelle Kalendereintrag wird mit vielen Details dargestellt. Die Zukunft ist auch zu sehen, aber je mehr man in die Zukunft kommt, desto weniger Details sind zu sehen. Das ist die Fisheye-Technologie. Für die gibt es andere Anwendungen, zum Beispiel hier in so einem Baum, wo man auch versucht, immer möglichst viel von dem ganzen Baum gleichzeitig darzustellen. Und dazu gibt es ein Video, das zeige ich euch, das gibt mir auch die Gelegenheit, einmal einen Schluck zu trinken.
Ja, wenn ich falsch mache, geht es nicht, ne? The Hyperbolic Tree Browser is a focus plus context technique for browsing large hierarchies. Here we see a recent org chart of Xerox PARC containing over 300 nodes. The root of the tree is at the center of the circle, and successive levels of the tree are closer and closer to the edge of the circle. The edge is kind of like a vanishing point. Spacing gets smaller and smaller as nodes approach the edge, but the entire tree is displayed inside the circle. The structure of the tree is prominent, even when some nodes are too small to display text. For example, staff positions can be distinguished from line positions. By clicking on a node, we bring it into the focus area. Thus, we can see more of the detail in that part of the org chart while maintaining the context of the whole. We can also grab a point in the space and drag it around as we like. To achieve crisp dragging and to keep transitions under 1 second, rendering of the tree is degraded in a couple of ways. Notice that the arcs are turned into straight lines and less of the exponential fringe is painted. The hyperbolic browser, like other focus plus context techniques. So, die ganzen Alternativen, die es dazu noch gibt, brauchen wir uns nicht anzugucken. Aber ihr seht da auch wieder diese gleiche Fischei-Technologie eingesetzt. Jeweils der Bereich, der gerade aktiv ist, wird detailliert dargestellt. Und je weiter es weg ist, desto undetaillierter wird man, gibt aber gleichzeitig noch einen Sinn dafür, was da noch so ist. Solche Techniken gibt es halt einige. Und da kann man sich, wenn man die Möglichkeit hat, sie einzusetzen, vieles mit erreichen. Gut, das waren jetzt alles Techniken, die ja, im Großen oder Ganzen syntaktischer Art sind. Das heißt, es waren meistens einfach Sequenzen. Das gehörten Sachen hintereinander. Und ich habe irgendwie in dieser Sequenz einen Teil dargestellt und musste halt noch darstellen, es gibt noch was davor, es gibt noch was dahinter. Wie viel gibt es davor, wie viel gibt es dahinter? Das ist da die Hauptfrage. Manchmal hat man das aber auch so, dass man eine Semantik dahinter hat, dass man sagen kann, naja, ich kann dieses Thema oder was ich da habe oder diese Einstellung, in diesem Fall sind es Einstellungen, sowohl auf einer etwas groberen Ebene betrachten, als auch auf einer detaillierteren Ebene betrachten. Und ich habe halt nicht die Möglichkeit, die detaillierte Ebene ständig darzustellen, zumindest nicht alle detaillierten Ebenen, das geht nicht, aber die grobere Ebene kriege ich hin. Wenn das der Fall ist, dann bietet es sich an, eine Technik zu benutzen, die Progressive Disclosure heißt. Man kann das auf Deutsch so ungefähr übersetzen mit schrittweisem Aufdecken. Diese Technik ist erfunden worden, oder der Name zumindest dafür ist erfunden worden, aber auch das Einführen ins User Interface wieder mal am Xerox PARC. Für den Star, da gab es diese Property Sheets, Einstellungsdialoge, gibt es ja heute auch. Und wenn ihr mal hier guckt, bei Zeilenhöhe und so, da stehen immer verschiedene Möglichkeiten, Single, One and a Half, Double, Triple und dann steht hinten Other. Das heißt, die üblichen Einstellungen, wie Single, One and a Half, Double, Triple, sind immer zu sehen. Das sind auch die, die meistens genutzt werden. Nur, wenn man auf den Gedanken kommt, es müsste noch mehr sein, man bräuchte noch was anderes. Dann drückt man oft auf dieses Other und dann kriegt man einen weiteren Dialog oder an der Stelle blendet sich etwas ein. Das heißt, ich kann nicht alles vollständig darstellen, ich kriege es aber semantisch auch so hin, dass ich das nicht muss. Dass ich so sagen kann, nur in einem bestimmten Fall, nur in einem seltenen Fall, muss ich bestimmte zusätzliche Dinge darstellen. Dieses schrittweise Aufdecken ist eine Technik, die kann man an vielen Stellen verwenden und je nach Literatur, wo man guckt, wird die auch ganz unterschiedlich interpretiert. Manche sagen zum Beispiel, das Aufklappen eines Ordners an einem Verzeichnisbaum ist schon so ein Progressive Disclosure. Das kann man so interpretieren, muss man aber nicht unbedingt. Wir sehen es hier als Technik für die Navigation, wo wir also sagen können, wir haben eine grobere Ebene, die zeigen wir dauerhaft an und können dann auf Verlangen mehr darstellen, mehr Details an bestimmten Stellen darstellen, können dann etwas aufklappen. Das ist keine Technik, da muss man aufpassen, keine Technik, die man verwenden sollte, um Einstellungen zu verbergen, die gerade nicht wichtig sind, also oder gerade nicht möglich sind. Also ich habe irgendwie einen Dialog und was weiß ich, das ist ein Dialog zum Kopieren von Dateien, Synchronisieren von zwei Ordnern irgendwo und nur in dem Falle, dass das über Netzwerk ist, sind bestimmte Einstellungen wichtig, sonst sind die nicht wichtig. Dann sollte ich die nicht per Progressive Disclosure irgendwie verstecken, es macht dann ja auch gar keinen Sinn, sie aufzuklappen, sondern dann sollte man sie ausgrauen. Das ist die Technik, die man einfach benutzen sollte, um so eine stabile Umgebung zu haben, dass dieser Dialog nicht jedes Mal anders aussieht.
Progressive Disclosure geht es schon darum, dort Elemente dann erst zugänglich zu machen, wenn man sie braucht. Aber es müssen auch gültige Elemente sein. Eine Abwandlung von Progressive Disclosure, hier mal gefunden vom ZDF heute, das ist zum Beispiel auch so eine Möglichkeit. Ne? Ich sehe in einer Übersicht, was alles für Zusatzinformationen da sind. Ich sehe immer die Überschriften und ich kann das auf- und zuklappen, wenn ich da an der Stelle weitere Informationen haben möchte. Das hat die Orientierung, man weiß noch, was es so alles gibt, ist aber nicht davon erschlagen, dass alles auf einmal gleichzeitig sichtbar wäre und vor allen Dingen würde man dann den Überblick auch wieder verlieren, weil man kann es ja nicht alles gleichzeitig sehen. Man müsste dann wieder scrollen. Gut, das sind die Techniken zur Navigation. Wie gesagt, beim letzten Mal auf Indexebene, diesmal auf der Objektebene, wo es immer darum geht, das Verhältnis zu behalten, dass man sieht, es gibt noch mehr. Was gibt es noch mehr? Wie viel gibt es noch mehr? Wie kommt man dahin? Das sind diese Fragen, die man in der Navigation immer beantworten muss. Kommen wir zu einem weiteren Thema, was jetzt nicht direkt damit zusammenhängt. Irgendwie hängen natürlich alle unsere Themen zusammen, aber es ist jetzt quasi der nächste große Block, den man so sagen kann, den wir uns angucken müssen. Wir haben über Aussehen von Objekten schon gesprochen, Anordnung von Objekten haben wir gesprochen, über die stabile, kontinuierliche Objektwelt, da spielt auch die ganze Rückmeldung mit rein. Und jetzt über Navigation. Jetzt müssen wir aber noch drüber sprechen, wie macht man denn eigentlich Eingaben in den Computer? Also nicht, wie macht man es, das ist klar, mit der Maus oder mit der Tastatur, sondern wie gestaltet man das so, dass das möglichst wenig Sequenzialitäten hervorbringt? Da kann man jetzt sagen, man muss die Eingabe möglichst schnell möglich machen, man muss die Eingabe möglichst fehlerfrei möglich machen, aber auch, man kann sich darüber nachdenken, wie kriegt man es denn hin, dass viele Eingaben vielleicht gar nicht notwendig sind? Das ist ja immer das Beste. Die schnellste Eingabe ist natürlich immer eine Eingabe, die ich gar nicht erst mache. Soweit ja klar. An dieser Stelle haben wir drei Anforderungen, die wir uns angucken müssen. Die eine ist die nach Objektgranularität. Das ist jetzt die kleinste. Die hängt nämlich extrem von der Aufgabe ab, von der die zu lösenden Aufgabe. Denkt man nochmal daran, wir haben darüber gesprochen, wenn wir analoge Medien haben, muss ich mich immer entscheiden, ob ich bearbeitbare Objekte oder persistente Objekte habe. Das heißt, ich kann hier was an die Tafel schreiben, dann habe ich es persistent, aber nicht bearbeitbar. Ich kriege es nicht hin, diese Zeichen nach da hinten zu bringen. Ich kann mit vielen kleinen Zettelchen arbeiten, dann habe ich es zwar sehr bearbeitbar, aber nicht besonders persistent. Ich muss also immer in diesem Spannungsfeld mich aufhalten. Digitale Techniken ermöglichen uns immer irgendwie beides. Also ich kann Sachen persistent haben, aber gleichzeitig bearbeitbar. Das heißt für uns aber auch, wir müssen uns trotzdem immer entscheiden. Wir müssen immer sagen, wie klein kann ich denn die bearbeitbaren Objekte machen? Was ist denn die Objektgranularität, die ich vorsehe? Also diese Objektgranularität hängt natürlich extrem von dem ab, was ich machen möchte. Es gibt aber einen Hinweis, den man allgemein machen kann und den möchte ich euch nicht vorenthalten, nämlich den, dass man diese Objektgranularität, wenn möglich, dem Nutzer überlassen sollte. Das heißt, was man versucht, gleich verschiedene Objektgranularitäten zu bedenken. Da steht viel Text. Ich versuche es mal zu erläutern mit einem Beispiel aus PowerPoint. Das könnt ihr euch, habt ja bestimmt alle schon mal Folien gebaut in PowerPoint. In PowerPoint kann man viele Objekte erzeugen, viele grafische Objekte und manchmal ist es praktisch, diese grafischen Objekte zu gruppieren. Dass man also dachte, ich muss die nicht alle einzeln markieren, sondern ich gruppiere die. Dann kann ich die wie ein einzelnes Objekt behandeln. Man kann sie nicht nur wie ein einzelnes Objekt behandeln, sondern man kann sogar dieser ganzen Gruppe auch wieder Eigenschaften geben. Man kann also Animationseigenschaften an dieses gruppierte Objekt binden. Das ist sehr praktisch. Das heißt, ich habe die Objektgranularität zur Laufzeit verändert. Jetzt ist nur das Ärgerliche, was ist denn, wenn ich darin was ändern möchte, in diesem gruppierten Objekt? Das kann ja passieren. Ich möchte, habe neue Erkenntnisse oder ich sehe einen Tippfehler oder so, ich möchte was ändern. Dann müsste ich ja das einzelne Objekt wieder markieren. Und früher war es immer so, dass man dann diese Gruppe wieder auflösen musste. Man muss die Gruppe auflösen, kann dann die einzelnen Objekte bearbeiten und konnte hinterher wieder die Gruppe wieder neu erzeugen. Also dann war man damit beschäftigt, die Objektgranularität ständig zu ändern. Mal so, mal so. Das ist von Nachteil. Das dauert zum einen sehr lange. Ich mache das ständig hin und her, obwohl ich ja nur eigentlich einmal an dieses eine Objekt ran wollte. Und zum anderen verliere ich die Objekteigenschaften. Also wenn ich dem
Gruppierten, der Gruppe als Ganzes irgendwelche Eigenschaften gegeben habe und löse die Gruppe auf, dann ist das verschwunden. Ärgerlich. Deswegen gibt es die heute Techniken, um einzelne Objekte in einem großen Objekt trotzdem noch bearbeitbar zu halten. Das heißt, ich habe erstmal überhaupt die Möglichkeit, in PowerPoint Objektgranularitäten zur Laufzeit zu bestimmen und das auch noch sehr flexibel. Das heißt, obwohl ich Verbundobjekte habe, sind die Einzelobjekte immer noch verfügbar. Das ist eine Technik, die kann man ganz unabhängig davon, was die Aufgabe ist, sich mal überlegen, ob man sie verallgemeinern sollte an vielen Stellen. Zum Beispiel PDF-Dateien. PDF-Datei ist ein Verbundobjekt. Die einzelne Seite ist ein Teilobjekt. Sieh doch zu, dass man diese einzelne Seite trotzdem noch bearbeiten kann, unabhängig vom Verbundobjekt. Das Gleiche kann man jetzt sich weiter für Absätze etc. pp. Kann man sich überlegen. So Objekthierarchien hat man ja oft. So viel aber nur zur Objektgranularität, weil es, wie gesagt, sonst stark von der Aufgabe abhängt. Und über die Aufgaben können wir hier nicht allgemein sprechen. Ne? Da müssen wir jetzt wissen, für was wir denn eigentlich gestalten wollen. Das muss man jeweils dafür herausfinden. Der nächste große Punkt, Handhabbarkeit. Und der ist allgemeiner, den kann man allgemein betrachten. Wo geht es bei der Handhabbarkeit drum? Es geht darum, ein User-Interface so zu gestalten, dass ich es mit meinen motorischen Fähigkeiten auch bedienen kann. Es nutzt ja nichts, wenn ich da etwas habe, aber ich habe zum Beispiel ein User-Interface, Touch kann man sich das leicht vorstellen, wenn man so ein User-Interface überträgt, vom Desktop auf Touch, dann gibt es häufig die Notwendigkeit, dass man meint, man müsste sich den kleinen Finger irgendwie erstmal noch anspitzen, dass man da vernünftig die Sachen treffen kann. Das ist dann nicht mehr handhabbar. Um diese Art von Fragen kümmern wir uns hier. Also solche Fragen wie groß müssen Buttons eigentlich sein? Auf einem normalen Computerbildschirm oder auf einem Mobiltelefon, wie weit sollten die auseinander sein? Aber auch solche Fragen wie feingranular muss ich eigentlich manipulieren können? Das sind Fragen der Handhabbarkeit. Und bei der Handhabbarkeit gibt es ein großes, regelrecht einen Star aus dem Bereich Ergonomie, ein Gesetz. Wenn man schon mal etwas ein Gesetz nennt, dann muss es ja irgendwie was Wichtiges sein. Das ist Fitts Law, von dem habt ihr vielleicht schon gehört. Wenn nicht, lernen wir es jetzt kennen und gucken mal, was wir damit anfangen können. Es geht dabei um Untersuchungen, wie schnell man eigentlich körperlich handeln kann, wie gut eigentlich die Motorik ist. Da gibt es Untersuchungen zu, wo man Versuche gemacht hat, wo man zum Beispiel Leuten gesagt hat, hier sind zwei Striche, jetzt nimm mal hier den Stift und zeichne mal möglichst schnell zwischen diesen Strichen immer hin und her. Und dann kommt sowas da zum Beispiel heraus. Und man sieht, die Leute machen das einigermaßen gut, aber man sieht auch so gewisse Wellenbewegungen drin. Das heißt, mal sind sie besser, dann sind sie wieder schlechter. Wie kommt das eigentlich? Da kann man natürlich entsprechende weitere Untersuchungen zu machen. Das hat man auch getan und hat festgestellt, die motorische Handlung und die Wahrnehmungshandlung dazu, das heißt, wo man sich vergewissert, hat man das eigentlich richtig gemacht, die sind nicht wirklich synchron, die überlappen sich so teilweise. Das heißt, man macht schon, obwohl man noch gar nicht wahrgenommen hat, was man dann tut, dann sieht man ein bisschen später, was man tut und passt dann das, was man dann hinterher tut, wiederum darauf an. Das heißt, es gibt so eine Überlappung, das sorgt dafür, dass die Präzision eingeschränkt ist, dass ich nicht beliebig präzise sein kann, zumindest nicht, wenn ich gleichzeitig schnell sein möchte. Ich kann natürlich sagen, ich mache es lieber langsamer. Daraus hat man einiges geschlossen und hat versucht, weitere Untersuchungen zu machen, wie präzise man eigentlich ist und wie schnell man eigentlich präzise handeln kann. Und da kam unter anderem Fitts Law raus. Die Abschreibweise Fitts Law ist üblicherweise dieses, mit S'. Im Englischunterricht habe ich eigentlich gelernt, dass es sowas gar nicht gibt, aber manchmal macht man so, St. James's Park wird auch so geschrieben, mit James'. Gut, weiß ich auch nicht warum, aber es ist die übliche Schreibweise. Man findet aber auch oft eine andere, also wo Fitts'Law, Fitts-Gesetz können wir auch einfach sagen. Der Herr Fitts ist ein amerikanischer Psychologe, war ein amerikanischer Psychologe, der im Bereich Flugzeugbau und Verbesserung von Nutzungsschnittstellen auch für Flugzeuge und so gearbeitet hat. Air Force Research Laboratory, wie ihr hier seht. Sein Gesetz, Fitts Law, hat er 1954 herausgebracht und es wurde dann 1978 in den Bereich Usability, also im Bereich Ergonomie, überführt.
Das hat er selber gar nicht mehr erlebt. Er war schon Jahre vorher gestorben. Was hat er denn gemacht? Er hat solche Versuche machen lassen. Das linke ist so ein ähnlicher Versuch wie der, den wir gerade hatten, zwischen Linien hin und her zeichnen. Andere Versuche hier sind, da müssen so Nägel gesteckt werden auf Bretter. Und dieses ist so etwas Ähnliches wie Türme von Hanoi. Man muss also auf solche Pinne so Hölzchen draufstecken in bestimmter Art und Weise. Und daraus hat er dann geschlossen, wie genau eigentlich solche Operationen sind, solche Steckoperationen, solche Zeigeoperationen, Bewegungsoperationen. Fitts Law ist dann dieses hier, diese Erkenntnis daraus. Und das ist eine Formel, die man sich merken dürfte. Wir fragen diese Formel, das sage ich gleich dazu, nicht ab. Ihr braucht diese Formel nicht so aufzuschreiben. Aber was sie bedeutet, müsst ihr wissen. Und da sie so kompliziert nicht ist, hilft es fast, die Formel zu kennen. Dann weiß man nämlich auch, was sie bedeutet. Es geht darum, dass man bestimmen kann, wie lange man eigentlich braucht, um von einem bestimmten Punkt auf eine Zielfläche zu zeigen. Das ist das, was hier beschrieben ist. Also T ist die Zeit, die es braucht, um auf eine Zielfläche zu zeigen, in Abhängigkeit von der Entfernung vom Startpunkt zur Zielfläche. Also ich nehme mal das als Zielfläche, hier ist der Startpunkt, von diesem Abstand und von der Größe der Zielfläche. Die spielt ja eine Rolle, kann man sich vorstellen. Wenn die Zielfläche groß ist, kann man eine Zielfläche natürlich leicht erreichen. Zielfläche klein ist, muss man feiner, muss man langsamer arbeiten. Das sind D und W. D ist der Abstand, sieht man da, und W ist die Breite. Dann gibt es noch A und B da drin, und die kann man sich auch relativ leicht erklären. A ist im Prinzip, wenn man so möchte, die Schrecksekunde, also eine konstante Zeit, die ich überhaupt erstmal brauche, um überhaupt anzufangen. Und B, mal ganz salopp habe ich immer gesagt, ist das die persönliche Lahmarschigkeit. Also man kann auch sagen, die persönliche Geschwindigkeit. Ne? Diese Stellen A und B, diese zwei Zahlen, die müsste ich eigentlich für jede Person einzeln erheben. Da muss ich eigentlich für jeden sagen, na, das probieren wir erstmal aus, wir müssen euch erstmal kalibrieren quasi, beziehungsweise uns auf euch kalibrieren, nicht euch kalibrieren. Das tun wir hier aber nicht, weil wir diese Zeiten gar nicht genau bestimmen wollen. Wir wollen nur gucken, was eigentlich die Konsequenzen aus dem sind, was da so steht. Und da sieht man zum einen, ja, wie gesagt, D und W spielen eine Rolle, dass wenn der Abstand größer wird, dauert es länger, wenn die Breite größer wird, wird es kürzer. Das kann man sich auch leicht aus dieser Formel erschließen. Und dann steht da noch dieser logarithmische Zusammenhang drin. Und was eben der logarithmische Zusammenhang bedeutet, kann man sich auch relativ leicht klar machen, muss man nicht einmal mal überlegen, wie war denn noch gleich so ein Logarithmus, wie sieht denn so ein Logarithmus aus? Ist hier einer zur Basis 2, die Basis ist eigentlich egal. Logarithmischer Zusammenhang bedeutet hier das, was da unten steht, eine Verkleinerung der Distanz ist vor allen Dingen dann ein großer Vorteil, wenn die Objekte weit auseinander liegen. Wenn ich schon Objekte habe, die nah aneinander liegen, bringt eine Verkleinerung der Distanz weniger. Und umgekehrt kann man sich das für die Größe überlegen. Das heißt, wenn ich hier Objekte größer mache, dann bringt es mehr Vorteil, ganz kleine Objekte größer zu machen, als dass ich schon größere Objekte noch größer mache. Das ist die Konsequenz daraus. Das ist, wie gesagt, ein Gesetz, das darüber was aussagt, wie schnell man zeigen kann. Aber da es ja weit vor der Computerzeit gemacht wurde, hat der Fitts natürlich nicht über Mäuse oder irgendwie Touch-User-Interfaces oder sowas gesprochen, sondern es geht über normales Zeigen. Also wie zeige ich von hier nach da? Manuelle Zeigeoperationen. Da kann man sich fragen, gilt das überhaupt für einen Computer? Kann man das überhaupt so übertragen auf Mausbewegungen, auf Touch-Bewegungen oder sowas? Und man hat festgestellt, so ein bisschen. Es liegt daran, also der Unterschied ist, sagen wir mal so, die Unterschiede zwischen Zeigen, zwischen so einem normalen manuellen Zeigen und einem Zeigen mit einer Maus, mit einem Zeiger und einer Maus, sind die Phasen. Man hat in jedem Falle zwei Phasen, eine schnelle Geschwindigkeit und eine langsame. Das heißt, wenn ich irgendwo hin zeige, gehe ich erstmal relativ schnell in die Richtung und am Ende habe ich so eine Phase, wo ich langsamer bin, um das Ziel genau zu treffen. Und der Unterschied zwischen Zeigen, manuellem Zeigen und Zeigen mit der Maus ist, der Unterschied ist größer. Das heißt, mit der Maus bin ich auch am Anfang schnell, aber die Genauigkeitsphase am Ende, die ist langsamer. Das ändert aber nichts an den ganz grundlegenden Beobachtungen, die da gemacht wird, also diese logarithmischen Zusammenhänge und dass es von der
von der Entfernung und von der Größe abhängt. Das heißt, wir können aus Fitts Law trotzdem etwas schließen. Und da wir ja nicht genau die Zeiten berechnen wollen, sondern nur gucken wollen, was sind die Konsequenzen aus diesen Zusammenhängen, dann stört uns das nicht so sehr. Wenn wir jetzt wirklich Zeiten ausrechnen wollten für die einzelne Person, wie lange die braucht, dann könnten wir sagen, Fitts Law ist vielleicht überholt, wir müssen uns eine komplexere Fassung ausdenken. Wir bleiben aber mal bei der einfachen. Wichtig ist, beim Zeigen auf das Ziel, nehmen wir mal an, das Ziel wäre ein Button. Das ist ja so ein, vielleicht kann man sich so leicht vorstellen, wir wollen auf einen Button zeigen, dass wir die Breite in der Richtung betrachten, in der wir auch zeigen. Das heißt, wenn wir irgendwo von unten kommen, dann ist zum Beispiel dieser Button da links viel kleiner, als wenn wir von links gekommen wären. Das heißt, wir müssen eigentlich immer die Richtung, den mit berücksichtigen. Das heißt, typische Buttons sind von unten schwerer zu treffen als von der Seite. Das kann man so allgemein sagen. Das heißt, man muss aber vor allen Dingen auf die Höhe achten. Breit genug sind sie in der Regel, alleine schon, weil man Text genug draufschreibt. Man muss bei der Höhe darauf achten, dass sie hoch genug werden, damit man sie vernünftig und in vernünftiger Zeit treffen kann. Es gibt eine ganz schöne Adaption von Fitts Law, nämlich die, dass man Bildschirmränder mit betrachtet. Und das ist jetzt eine Technik, die funktioniert nicht mit Touchgeräten, die funktioniert nur mit Zeigergeräten, also mit, wo man einen Mauszeiger hat, weil der Mauszeiger die Eigenschaft hat, am Rand anzustoßen. Und wenn der Mauszeiger am Rand anstößt und ihr überlegt euch mal, wie breit ist denn jetzt dieser Rand nach oben und stößt da an, dann kann man sagen, der ist doch nach oben unendlich breit. Das ist wie ein unendlich großer Button nach oben, wenn ich dann so nach oben gehe. Genauso nach rechts, nach links, nach unten. Das heißt, ganz extrem einfach zu treffen, ganz schnell, sind die Ränder, die Punkte, die Ecken, die vier Ecken. Die schaffe ich völlig ohne diese langsame Zielphase. Das heißt, ich könnte auch mit irgendwie etlichen Promille nach einer Uniparty schaffe ich es noch, die Maus irgendwie so zu schlagen, dass sie unten links auf dem Startknopf landet. Deswegen macht es Sinn und ist auch bei den Betriebssystemen so gemacht worden, dass solche Elemente, die man so oft braucht, die man so schnell erreichen muss, dort angesiedelt sind. Das heißt, der Startknopf von Windows, bei Windows XP, ist so da. Da könnt ihr also richtig die Maus, dann braucht ihr nur noch einmal klicken und schafft es, dieses Startmenü zu öffnen. Interessanterweise übrigens nur in dieser bunten Darstellung. Wenn ihr das Windows XP, habt ja keiner mehr, aber wenn man das damals gemacht hat, und was hat fast jeder gemacht, auf diese einfachere Darstellung umschaltete, die da drüber zu sehen ist, funktionierte das nicht. Da war man irgendwie ungeschickt bei Microsoft, da landet man dann genau ein Pixel darunter und zu weit links. Das heißt, man hat auf die Taskleiste geklickt, aber nicht auf den Knopf. Nicht sehr geschickt. Das gleiche hier bei Windows 7 ist zum Beispiel auch diese Fläche hier rechts. Diese kleine da, die ist ja ein sehr kleiner Button. Das heißt, wenn man den wirklich als Button treffen wollte, wäre das schwer. Aber dadurch, dass man einfach die Ecke treffen muss nur noch, schafft man es sehr leicht, das zu treffen. Das ist die Funktion zum Anzeigen des Desktops, die man da sehr leicht erreichen kann. Daran anschließend tut sich die lange Debatte über Menüleisten zwischen Mac und Windows. Wer von euch einen Mac hat oder schon mal einen Mac benutzt hat, weiß vielleicht, die Menüleiste befindet sich immer am oberen Bildschirmrand. Egal, wo das Fenster ist. Es ist immer der obere Bildschirmrand. Bei Windows, als es noch verbreitete Menüs gab, war das Menü üblicherweise an das Fenster gekoppelt. Das heißt, unter der Titelzeile war dieses Menü, Datei bearbeiten etc. Da gibt es für beides Vor- und Nachteile. Und die Mac-Leute haben in der Regel argumentiert, dass die Menüs beim Mac schneller zu treffen sind, weil sie einfach am oberen Bildschirmrand sind. Das heißt, man kann die schnell mit der Maus nach oben und muss dann nur noch in der Vertikalen auswählen. Untersuchungen geben das auch tatsächlich her, dass das so ist. Hat natürlich andere Nachteile, nämlich dass man mitunter denkt, man sehe das Menü von einem Fenster, hat aber eigentlich ein anderes geöffnet und hat also Zuordnungsprobleme. Aber für diese Handhabbarkeit, für die Schnelligkeit, die Menüs zu erreichen, ist es tatsächlich schneller. Das merkt man vor allen Dingen dann, wenn man mal mehrere Monitore anordnet und einen Monitor über dem anderen anordnet, sodass man, wenn man nach oben geht auf dem Fenster, auf dem nächsten Monitor landet. Dann ist auf einmal das Menü unglaublich schwer zu treffen, weil man dann nur noch dieses ganz schmale Menü treffen muss.
Was kann man jetzt aus Fitts Law alles schließen? Also, Gestaltungshinweise. Große Zielflächen verwenden, kann man sagen. Das ist ein allgemeiner Handlungshinweis, den man daraus machen sollte. Vor allem, wenn man so kleine Icons hat. Diese typischen 16x16 Pixel-Icons, die es mal immer gab. 16x16 Pixel trifft man nicht. Macht das die Zielfläche, die man treffen muss, größer. Pop-up-Menüs sind eine gute Technik im Zusammenhang mit der Handhabbarkeit, wie dieses hier unten rechts, weil der Weg sehr kurz ist. Das Pop-up-Menü erscheint ja an der Stelle, wo ich es aufrufe. Idealerweise sollte es aber natürlich ein sichtbares Objekt geben, was das Pop-up-Menü aufruft. Sonst habe ich dieses Differenziertheitsproblem, von dem ich letztes Mal sprach, sonst findet man das Menü gar nicht. Ja, und über Startmenü und Docks haben wir schon gesprochen. Also es gilt nicht nur für das Menü oben, es gilt auch für das Dock unten, beziehungsweise die Taskleiste unten. Das sind alles Elemente, die so positioniert sind, dass sie sehr leicht zu treffen sind. Man darf Fitts Law aber nicht fehlinterpretieren, vor allen Dingen nicht im Zusammenhang auf unsere Handhabbarkeit falsch anwenden. Wenn man Fitts Law so betrachtet, könnte man ja daraus auch schließen, dass es immer erstrebenswert ist, dass Objekte nah beieinander liegen. Also, weil wenn die nah beieinander liegen, dann ist die Zeit kurz, die man mit dem Fitts Law da ausrechnet. Das würde aber nur gelten, wenn die Aufgabe die wäre, zwischen diesen Objekten schnell hin und her zu wechseln. Aber das ist ja üblicherweise nicht der Fall oder oft. Nehmen wir mal diese drei Icons, die man da ja alle so kennt, also die Fenstersteuerungselemente. Es besteht ja überhaupt nicht die Aufgabe, schnell hin und her zu wechseln zwischen Fenster vergrößern und Fenster schließen. Das kann man mit Fitts Law ausrechnen, dass das möglichst schnell ist, wenn man die Objekte nah aneinander bringt. Nur das ist überhaupt gar keine übliche Aufgabe, gar nichts, was man üblicherweise macht in Aktion mit dem User Interface. Und da es bei Handhabbarkeit ja auch darum geht, sicher zu sein, ist es vielleicht auch gar nicht so gut, die nah aneinander zu bringen. Wir sehen hier so eine kleine Veränderung im Laufe der Zeit. Oben bei Windows, weiß ich, XP wird es wahrscheinlich sein, da ist dieses X tatsächlich um 2 Pixel abgesetzt. Herzlichen Glückwunsch. Man kann immer noch relativ schnell versehentlich darauf drücken, wenn man ein bisschen ungeschickt ist. Oder diese entsprechenden paar Promille Intus hat, die ich vorhin noch empfohlen habe. Bei Windows XP sind die Knöpfe größer geworden. Da passiert das nicht mehr so schnell. Das ist schon mal gut. Bei Windows 10 ist es noch weiter auseinander. Das heißt, man ist hier jeweils besser geworden. Man kann nicht so schnell den falschen Knopf drücken. Nur dadurch, dass sie einfach nahe aneinander liegen, man unpräzise ist. Allerdings muss man sagen, war man 1992 schon mal weiter, da macht man nämlich das Fenster auf dieser Seite zu. Und auf der anderen Seite groß und klein. Das ist eigentlich die viel bessere Lösung, um eine Sicherheit an dieser Stelle zu haben. Mal davon ausgehend, dass das Schließen von Fenstern nicht die wichtigste der Aufgaben ist und nicht die, die man unbedingt in der Geschwindigkeit optimieren müsste. Gut, das waren jetzt alles so Techniken, die man sagen kann, die sind eher für klassische User Interfaces mit Mauszeiger gut. Wie sieht es aus bei Mobilgeräten? Bei Mobilgeräten habe ich den Nachteil eines viel unpräziseren Eingabeelementes. Finger, vor allen Dingen auch noch der Daumen, der ist ja nun nicht gerade der grazilste aller Finger. Mit dem Daumen macht man aber die meisten Eingaben in diesem User Interface. Darauf muss man natürlich achten, das heißt, Buttons müssen groß sein, müssen entsprechend weit auseinander liegen. Um Icons herum muss der Touchbereich, den man touchen darf, groß sein, die dürfen sich nicht überlappen entsprechend. Das heißt, man muss ausgehend von dieser Technologie Handhabbarkeit ganz anders auslegen. Was eine schöne Technik ist, ist die der lokalen Vergrößerungen. Zum Beispiel zum Positionieren so eines Cursors hier. Das ist fast gar nicht möglich mit den Fingern, wenn man das einfach so machen wollte. Das merkt ihr, wenn ihr mal ein Windows-Touchgerät benutzt. Da hat man nämlich leider dafür keine Technik vorgesehen, um einen Cursor genau zu positionieren. Und dann tippt man und muss man etliche Male versuchen, den Cursor an die richtige Stelle zu positionieren. Sowohl bei iOS als auch bei Android gibt es entsprechende Techniken, um den Cursor vernünftig zu positionieren, nämlich einfach, indem man dann zu dieser Zeit die entsprechende Stelle größer macht, dann kann man viel gröber positionieren, um trotzdem genau den Cursor irgendwo unterzubringen. Andere Technik, die bei Touch sehr sinnvoll ist, aber nicht unbedingt nur bei Touch, ist die der Lift-Off-Strategie. Das heißt, ein Button wird nicht dann ausgelöst, wenn man ihn das erste Mal antippt, sondern erst, wenn man den Finger wieder loslässt.
Das macht einen gewaltigen Unterschied, wenn man das mal experimentell ausprobiert. Man merkt das gar nicht so richtig, aber wie viele Fehlbedienungen man macht, wenn man das umdreht. Das heißt, es ist euch möglich, relativ ungenau erstmal drauf zu tippen, dann genauer zu positionieren, dann loszulassen an der entsprechenden Stelle. Sehr erfreuliche Technik. Funktioniert übrigens nicht nur dort, sondern funktioniert auch bei Windows in normalen Buttons. Also könnt ihr mal ausprobieren. Ein Button löst immer erst dann aus, wenn man ihn loslässt. Und wenn man währenddessen Escape drückt oder man zieht einfach den Mauszeiger bei gedrückter Maustaste vom Button weg, geht der Button wieder raus, ohne die Funktion auszulösen. Durchaus praktische Funktion, wird euch wahrscheinlich auch schon mal aufgefallen sein. Wie gesagt, es hängt immer von der Technologie ab, wann man Sicherheit und Schnelligkeit, wie man das abwägen muss. Bei Touch zum Beispiel und nur bei Touch ist es ganz sinnvoll, so eine Selektionstechnik hier einzuführen. Es ist, wenn man Touch hat, sehr schwierig, mehrere Elemente zu selektieren. Warum? Weil man nicht die Shift-Taste drücken kann. Ne? Das ist ja das, was man üblicherweise macht, wenn man so mehrere Elemente selektiert. Deswegen muss man bei Touch so einen zusätzlichen Modus, einen Selektionsmodus einbauen. Das heißt, man wechselt einen Selektionsmodus, tippt die dann nacheinander an und hat dann damit selektiert. Das ist aber nicht sinnvoll, das als einzige Touch-Methode generell einzusetzen, sondern das ist eine unter diesen Bedingungen sinnvolle Methode. Ja, der Konflikt genau und gleichzeitig ungenau, wenn man so möchte. Also man ist ungenau mit der Eingabe, möchte trotzdem aber genaue Operationen machen. Den kann man darin auflösen, dass man sagt, naja, ich biete sowas an wie Magnetlinien, zusätzliche Hilfslinien, irgendwelche Bereiche, an die ein Objekt dran springt. Wenn man ein Objekt zum Beispiel, wenn man ein Fenster an ein anderes Fenster heranzieht, gibt es bei Mac die Eigenart, dass die sich dann aneinander anlegen. Also dass die dann keine Lücke mehr zwischen sich haben. Das ist so eine Möglichkeit, so eine genaue Position hinzukriegen, obwohl man ungenau positioniert hat. Bei Windows gibt es ähnliche Techniken. Das muss man aber natürlich abschaltbar machen. Weil wenn man das nicht abschaltbar macht, verhindert man eine genaue Positionierung, wenn derjenige das genau nicht wollte. Wir haben einen Designkonflikt in dem Ganzen. Wir haben den Designkonflikt Handhabbarkeit versus Kontinuität. Überlegen wir mal, wie kann das kommen? Handhabbarkeit, und nach dem, was wir jetzt aus Fitts Law gesagt haben, bedeutet, dass wir viel Platz brauchen. Wir müssen die Objekte groß gestalten, wir müssen viel Platz um die Objekte machen, damit man diese Objekte vernünftig selektieren kann, damit man sie vernünftig bearbeiten kann. Das bedeutet dann aber natürlich, dass ich nicht so viel auf einer Maske unterkriege. Das heißt, ich muss viele verschiedene Masken haben und das widerspricht der Kontinuität. Das heißt, ich muss werde dann sequenziell. Das muss man immer einzeln austarieren und kann dann entsprechende Techniken, die wir eben gerade erst gelernt haben, also Progressive Disclosure oder vom letzten Mal auch die Überlagerungen, nutzen, um dann sich darin zurechtzufinden, um dafür Lösungen zu finden. Letzter Punkt zur Handhabbarkeit. Der jetzt nicht so sehr mit Selektieren und Maus, Buttons oder so zu tun hat, sondern dem Aspekt, dass das, wenn man was manipulieren kann, die Granularität der Manipulation auch mit der Granularität der Aufgabe übereinstimmen muss. Das klingt jetzt völlig kompliziert, völlig abgehoben. Das Beispiel hier erläutert es fast. Das zeigt nämlich, außer dem Umstand, dass ich Star Trek-Fan bin, zeigt es vor allen Dingen ein Problem, was ich hatte. Ich hatte so einen kleinen Rechner angeschlossen an den Fernseher. Auf dem Fernseher lief iTunes. Nein, nicht auf dem Fernseher, auf dem Rechner lief iTunes. Und hatte mir auf dem Handy die entsprechende Fernsteuerungsanwendung dazu installiert. Das heißt, ich konnte einen Film auswählen und konnte dann den Film gucken auf dem Fernseher. Gibt es heute andere Möglichkeiten, aber damals habe ich gedacht, naja, das ist meine. Funktionierte auch ganz gut, aber diese Fernsteuerungsanwendung ist eigentlich eine Fernsteuerungsanwendung für Musik. Die funktionierte zwar auch für Filme, aber wenn ich es versuchte, in dem Film eine bestimmte Stelle in dem Film anzuspulen, ging das nicht. Das war ein Unding der Unmöglichkeit. Auf dem schmalen Scrollding da oben, was dann da fast 2 Stunden umfasst, eine Position genau anzuspringen.
das funktioniert nicht, überhaupt nicht. Es gab dann noch als einzige andere Möglichkeit, zum nächsten Film zu gehen, das war nicht unbedingt das, was ich wollte, oder 10 Sekunden zurückzuspringen, was auch eher eine Funktion ist, die für Musik angebracht ist, 10 Sekunden zurück, nicht unbedingt für einen Film. Zumindest wäre dann nur 10 Sekunden zurück nicht unbedingt die einzig sinnvolle Methode. Das heißt, die Granularität, mit der ich manipulieren kann, ist nicht angepasst für die Aufgabe. Da muss man dran denken. Das heißt, man braucht andere Techniken. Scrolling-Technik ist hier an der Stelle schwierig. Es gibt aber schöne Lösungen dafür, zum Beispiel diese. Ihr seht jetzt hier, also habe ich das gleiche Problem, ist ein bisschen schwierig, was anzuspringen. Das ist jetzt hier in YouTube, ne? Aber ich kann so nach oben gehen und kann dann viel genauer positionieren. Habe ich mir per Zufall mal rausgefunden, dass das geht. Aber das ist eine Möglichkeit, ähnlich wie das, denkt mal an dieses Vergrößern zum Positionieren des Mauscursors, Zeicheneingabe-Cursors an dem Handy eben. Das ist ja fast eine ganz ähnliche Technik. Ich bin halt nicht genau genug. Deswegen habe ich die Möglichkeit, die Stelle zu vergrößern. Was man übrigens gemacht hat, ist, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, hochziehen, ne? Also während des Scrollens nach oben ziehen, dann wird quasi das gedehnt. Dann hat man also einen kleineren Ausschnitt, in dem man genauer positionieren kann. So, das waren die Techniken zur Handhabbarkeit. Ausführungsminimalität. Ausführungsminimalität ist, möglichst Eingaben gar nicht erst machen müssen. Das kann man wirklich so kurz zusammenfassen. Das hängt natürlich auch oft mit der Aufgabe zusammen, wann etwas ausführungsminimal ist. Man muss schon wissen, was man tut, damit man sagen kann, wie viele Schritte dafür notwendig sind, welche Eingaben notwendig sind und welche nicht. Es gibt aber eine ganze Reihe allgemeiner Techniken, die man anwenden kann, um Ausführungsminimalität zu erreichen. Standardwerte sind natürlich einer. Wenn ich eine Software habe und die Software hat gute Standardwerte, brauche ich wahrscheinlich relativ oft diese Standardwerte nicht zu ändern. Praktisch. Brauche ich nicht einzugeben. Die Frage ist, wie komme ich denn eigentlich an gute Standardwerte? Die kann ich eigentlich auch nur herausfinden, indem ich das Handlungsfeld untersuche vorher. Also indem ich zum Beispiel sage, wir machen vorher mal ein paar Tests. Oder ich nehme bei der schon im Feld befindlichen Software, lasse ich die Leute eine Rückmeldung geben. Da kann ich gute Standardwerte bestimmen. Wenn ich das nicht kann, gibt es natürlich die Möglichkeit, andere Sachen zu machen. Ich nehme einfach nicht einen Standardwert, einen fest eingestellten Standardwert, sondern ich lasse den Nutzer den Standardwert einstellen. Machen die Nutzer nur oft nicht. Andere Sache ist, ich werte einfach aus, was der Nutzer da eingegeben hat und nehme dann einfach mal immer das, was da am häufigsten stand. Auch eine Möglichkeit. Oder ich nehme das zuletzt Verwendete. All diese haben aber durchaus Nachteile. Das bedeutet nämlich, wenn ich das zuletzt Verwendete nehme, das gerade zuletzt Verwendete muss ja nicht gerade das Üblichste gewesen sein, kann ja genau die Ausnahme gewesen sein, was ich als letztes gemacht habe. Und wenn ich das häufigst Verwendete nehme, habe ich eine Software, die sich nicht immer gleich verhält. Das heißt, die ab irgendeinem Zeitpunkt auf einmal anders ist. Das ist auch immer eine schwierige Sache, die man durchaus verhindern sollte. Wie dem auch sei, gibt es eine wichtige Empfehlung, bei sicherheitskritischen Systemen keine Standardwerte anzugeben. Nehmt zum Beispiel ein Medizinsystem. Irgendwelche Medizintechnik sollte üblicherweise keine Standardwerte beinhalten. Das kann nämlich dazu führen, dass jemand versehentlich mit den Standardwerten arbeitet. Das heißt, da sollte immer explizit ein Wert eingetragen werden müssen, bei allem, was sicherheitskritisch ist. Genauso auch die Frage, hier von wegen Festplatte formatieren, dann kommt eine Rückmeldung. Diese Rückmeldung sollte auch keinen Standardwert enthalten, der ja sonst oft gegeben ist. Man kann ja sonst einfach oft auf Enter drücken. Dann vielleicht einmal nicht. Interreferenzielle Einausgabe ist eine Technik zur Ausführungsminimalität. Das heißt, ganz einfach formuliert, alles, was schon mal eingegeben wurde oder alles, was schon mal ausgegeben wurde vom Computer, sollte nicht nochmal eingegeben werden müssen. Das zeigt auch diese Grafik da. Ne? Ich habe eine Eingabe, die Eingabe generiert eine Ausgabe. Und wenn ich später eine neue Eingabe mache, dann muss ich auf eine alte Eingabe referenzieren können oder auf eine alte Ausgabe referenzieren können. Das klingt jetzt relativ trivial. Das ist aber viel öfter ein Problem, als man meint. Klassischerweise, wenn ich ein User-Interface habe, was Kommandozeile ist, da ist das ganz üblich. Ich mache ein LS, das LS macht eine Ausgabe.
Naja, und als nächstes mache ich ja einen Befehl, der bezieht sich ja auf irgendetwas da drin. Und dann gebe ich genau das, was Teil der Ausgabe ist, wieder ein. Ne? Tippe das ab. Es gibt natürlich mittlerweile Techniken, um das abzukürzen, aber ich muss trotzdem immer Teile abtippen von dem, was als Ausgabe gewesen ist. Oder auch Meldungsfenster. Ich habe einen Text in einem Meldungsfenster stehen und dann habe ich oft das Problem, da ist eine Fehlermeldung zum Beispiel drin, die Fehlermeldung kann ich nicht abspeichern. Deswegen ist es eine gute Idee, das doch zu ermöglichen. So wie hier. Hier kann ich den Meldungstext einfach markieren und kann ihn dann kopieren. Das heißt, die Ausgabe, die das System erzeugt hat, warum sollte die keine Eingabe sein können? So ist es praktisch, so kann ich das kopieren, kann das in die E-Mail schreiben, kann das an den Administrator schicken und kann sagen, hier, da stimmt doch was nicht. Es gibt natürlich Techniken, um diese interreferenzielle Ein-Ausgabe zu unterstützen. Grundsätzlich müsste man immer sagen, ich müsste jede Software, jede andere Software irgendwie kennen, sodass jede Software irgendwie bei der Ausgabe sagen kann, willst du die nicht als Eingabe für das nächste benutzen? Das funktioniert natürlich nicht oft. Es funktioniert nur bei Software, die wirklich gut zusammenhängt. Bahnfahrplanprogramm und Ticketverwaltungsprogramm zum Beispiel könnte das funktionieren. Ne? Dass ich sage, wollen Sie dafür jetzt ein Ticket buchen? Diese Zugnummer wird direkt an das Ticketprogramm als Eingabe übergeben. Aber für allgemeine Sachen ist es ein bisschen schwierig, wenn man nicht weiß, was alles zusammenhängt. Deswegen gibt es allgemeine Techniken. Die Erfindung der Zwischenablage ist natürlich so eine. Copy-Paste. Was würden wir ohne Copy-Paste tun? Und zwar nicht nur innerhalb eines Programms, sondern auch außerhalb, zwischen Programmen. Ohne ist Copy-Paste eine ganz wichtige Technik. Über die Handys hat sich diese Senden-An-Funktion durchgesetzt. Also, dass ich ein Objekt irgendwo habe und kann dann sagen, senden an und sage, senden an die andere Applikation. Auch so eine Technik, um diese interreferenzielle Ein-Ausgabe zu lösen. Das heißt, ich habe die Ausgabe in einem Programm, brauche es als Eingabe im anderen. Naja, das muss ich irgendwie hinkriegen. Und diese Senden-An-Funktion ist eine. Aber das sind Notlösungen. Die sind nicht immer ideal. Nehmen wir das Beispiel, ich habe ein Formular mit einer Lieferadresse und einer Rechnungsadresse. Das kennt ihr bestimmt auch oft. Habt ihr das bestellt? Da kann man eine Lieferadresse eingeben und eine Rechnungsadresse unabhängig davon. Jetzt ist es nicht besonders eingabeminimal oder ausführungsminimal, wenn ich per Copy-Paste das von oben nach unten übertragen muss. Es ist zwar immer noch schöner, als wenn ich das eintippen muss. Nochmal. Es ist immer noch schöner, wenn ich per Copy-Paste arbeiten kann. Aber eigentlich wäre ein Fill-by-Click, also ich kann einmal klicken und dadurch wird es automatisch ausgefüllt, viel minimaler, viel eingabeminimaler. Ich muss weniger eintippen. Das heißt, das hier, Copy-Paste, ist immer nur dann eine Lösung, wenn ich nicht einigermaßen vorhersagen kann, was es für Minimalitäten gibt. Dann kann ich mich mit Copy-Paste behelfen. Zwei etwas weniger bekannte Möglichkeiten von interreferenzieller Ein-Ausgabe. Ich habe doch die ganze Zeit auf dem Bildschirm eine Ausgabe, nämlich eine grafische Bildschirmausgabe. Was ist denn eigentlich, wenn ich irgendeine Farbe darauf sehe und möchte diese Farbe als Farbe in meinem User-Interface benutzen oder in meiner Präsentation? Dann gibt es die Möglichkeit, wenn das Betriebssystem das unterstützt, so eine Farbpipette aufzurufen und die nimmt den kompletten Bildschirm quasi als Ausgabe, die ich zur Eingabe machen kann. Das funktioniert aber natürlich nur in solchen Fällen, wo das ganze System das unterstützt. Anderes Beispiel für interreferenzielle Ein-Ausgabe kennt ihr vielleicht aus Word, den Formatpinsel. Wer benutzt den Formatpinsel? Formatpinsel ist so eine Technik, die man eigentlich nicht brauchen sollte, wenn man Formatvorlagen richtig benutzt. Aber häufig ist es dann ja doch so, dass man irgendwie hingegangen ist, gerade mal eben schnell, ich formatiere hier diesen Absatz einfach um. Ich mache den jetzt andere Schriftart, ich mache den fett und grün und was weiß ich, was ich noch alles mache. Und dann habe ich hinterher einen anderen Absatz und möchte den auch so machen. Und dann kann ich mit diesem Formatpinsel die Formatierungseinstellung von einem Absatz auf den anderen Absatz übertragen. Auch das ist interreferenzielle Ein-Ausgabe, denn die vorherige Eingabe muss ich nicht nochmal machen, sondern ich kann mich auf die vorherige Eingabe beziehen. Das ist die Technik interreferenzielle Ein- und Ausgabe. Wichtig bei sowas ist, auch Eingaben, die falsche Eingaben waren, sollten wieder beziehbar sein.
Klingt jetzt komisch, warum sollte ich eine falsche Eingabe nochmal machen wollen? Gucken wir uns dieses Beispiel an, ein sehr frustrierendes Beispiel. Ich habe hier mehrere Dateien, das seht ihr, und ich möchte die jetzt umbenennen, oder ich benenne sie auch um. So, ich benenne diese Datei um. Und wer es vielleicht kennt, weiß, ich habe hier einen Fehler gemacht, Doppelpunkte in Dateinamen sind nicht erlaubt. Wenn ich da jetzt gleich Enter drücke, kriege ich auch eine entsprechende Meldung. Und jetzt kann ich auf OK klicken. Und der alte Dateiname steht da wieder. Das ist doch ärgerlich ohne Ende. Jetzt kann ich den ganzen Mist wieder eintippen, dabei war doch nur ein Zeichen falsch. Das heißt, auch dieser falsche Dateiname sollte wieder referenzierbar sein. Er wäre es übrigens gewesen, wenn ich ihn aus der Fehlermeldung herauskopiert hätte, was aber eine ganz abstruse Lösung ist. Also da ich hätte in der Fehlermeldung markieren können, auf Kopieren gehen können, um ihn dann wieder einzufügen. Viel sinnvoller wäre es, ich würde nicht den alten Dateinamen hier wiederherstellen, sondern würde das einfach so stehen lassen und dann an der entsprechenden Stelle ermöglichen. Bei Windows ist das so, beziehungsweise bei Windows hat man eine Lösung gewählt, bei der es gar nicht erst möglich ist, die falschen Zeichen überhaupt einzugeben. Und das ist die nächste Technik, die man allgemein so sagen kann, zur Eingabeminimalität oder Ausführungsminimalität. Schränkt die Eingabemöglichkeiten ein. Sachen, die sowieso nicht hier eingegeben werden können, sollte man auch nicht eingeben können. Also hier an dieser Stelle zum Beispiel, wenn Doppelpunkte da nicht gehen, dann sollte man auch keine Doppelpunkte dort eingeben können. Das heißt, es kommt dann an dieser Stelle, jetzt sehr differenziert, auch die entsprechende Rückmeldung. Und der Text, der Text, der da stand, bleibt natürlich erhalten. Wird nicht einfach so wieder zurückgenommen. Andere Art der Einschränkung in Dateiauswahlboxen, vielleicht ein bisschen schwer zu sehen. Hier sind die Hälfte der möglichen Dateien sind ausgegraut. Das heißt, es sind für dieses Programm keine möglichen zu öffnenden Dateien. Die sind ausgegraut an dieser Stelle. Und wenn ich mit den Pfeiltasten arbeite, springe ich auch nur die Dateien an, die ich auch auswählen kann. Und das ist eine Möglichkeit, die Möglichkeit der Eingabe einfach zu beschränken. Fill by Click hatten wir eben schon. Wenn ich eine Eingabe schließen kann aus einer vorherigen Eingabe oder aus einer vorherigen Ausgabe, dann sollte ich das auch machen. Gucken wir uns das hier in dem Druckendialog mal an. Achtet drauf, trage jetzt in das Von-Feld etwas ein, nämlich 20, und dann steht in dem Bis-Feld auch 20. Das heißt, ich habe keine Eingabe, wo dann drin steht von 20 bis 1, sondern es wurde automatisch angeglichen. Das Bis-Feld ist immer kleiner als das Bis-Feld ist immer größer oder gleich dem Von-Feld. Das ist die Regel, die dahinter steht. So kann man es verhindern, erstmal Fehleingaben zu vermeiden und es auch zu vermeiden, überhaupt weitere Eingaben machen zu müssen. Denn das könnte ja schon die richtige gewesen sein. Ich kann natürlich Eingaben verhindern, indem ich zusätzliche Funktionen, die ich sonst woanders herholen müsste, einfach an Ort und Stelle anbiete. Aber das ist extrem aufgabenabhängig. Wir gucken uns mal für die sehr einfache Aufgabe und sehr generische Aufgabe an, nämlich einen Dateispeichern-Dialog. Ein Dateispeichern-Dialog mal jetzt so ein bisschen in seiner Evolution. Oben links sehen wir Windows Version 1. Ein Speichern-Dialog. Und ein Speichern-Dialog, der nur nach einem Dateinamen fragt und noch nicht mal anzeigt, was alles sonst noch in diesem Ordner ist. Also ein sehr einfacher Dateispeichern-Dialog. Der hat nicht besonders viel. Der andere, jetzt ist es hier ein Öffnen-Dialog, der Speichern-Dialog sah aber genauso aus unter Windows 3.11. Der zeigt erstmal schon mal zusätzlich an, was noch alles in diesem Ordner ist. Das ist ja eine zusätzliche Sache. Könnte ich auch mit einem anderen Programm angucken. Man hat aber gesagt, nein, das ist sehr sinnvoll, dass man das häufig an dieser Stelle schon macht. Und ich kann auch die Verzeichnisse hier an dieser Stelle wechseln. Auch eine Funktion, wo man sagt, ah, das macht man so oft beim Speichern. Die Leute wollen oft gar nicht in dem Verzeichnis speichern, in dem sie es geöffnet haben. Die Leute wollen in andere Verzeichnisse speichern. Alles Mögliche kann ich hier umstellen. Bei Windows 95 ist man dazu übergegangen und hat im Prinzip den kompletten Explorer in den Speicherndialog mit eingebaut. Und hat gesagt, naja, ich kann die Dateien auch sortieren. Ich kann zum Beispiel Ordner anlegen und sagen, ah ja, es ist natürlich sehr sinnvoll, beim Speichern auch Ordner anlegen zu können.
Das kann man feststellen. Häufig werden die Leute das vorher anders gemacht haben müssen. Die haben einen Speicherndialog gemacht, haben festgestellt, die entsprechende Struktur, in die ich speichern möchte, die gibt es noch gar nicht. Dann müssten sie also wechseln, Alt-Tab drücken, mussten dann einen Dateimanager öffnen und mussten erst die Ordner anlegen. Dann konnten sie wieder zurückwechseln in das Programm. Ja, das ist blöd. Warum biete ich das denn nicht direkt an Ort und Stelle an? Weil hier brauche ich das doch oft. Das ist dieses Angebieten häufig benutzter Funktionen. Das kann ich aber nur wissen, wenn ich die Aufgabe gut kenne. Hier das Speichern, ne? Also Dateispeichern als Aufgabe. Heute geht das noch weiter. Heute kann man systemweite Funktionen mit einbinden. Also zum Beispiel Zugriff auf Favoriten oder hier beim Mac kann man zum Beispiel gleich Tags vergeben, Verschlagwortungen kann man gleich beim Speichern mitmachen. Man muss also nicht die Datei erst speichern und kann die hinterher verschlagworten. Man kann das gleich an dieser Ort und Stelle machen. Aber all das ist anwendungsspezifisch bzw. aufgabenspezifisch hier für die Aufgabe speichern. Es gibt aber einen Aspekt davon, und jetzt bitte ich auf Obacht, weil diese Fehler möchte ich von euch bitte nie sehen. Gut, ihr werdet mir eure Programme wahrscheinlich nicht vorzeigen, aber wenn ihr diese Fehler alle nicht macht, diesen hier, dann ist die Welt ein Stück besser, glaube ich, würde ich mal so sagen. Das ist nicht Anwendungsspiel, ein direktes Handlungsangebot. Bitte, wenn ihr es hinkriegt, eine Fehlermeldung zu schreiben oder überhaupt eine Rückmeldung zu schreiben, auf der genau draufsteht, was der Nutzer tun muss, warum lasst ihr es ihn dann nicht tun? An dieser Stelle. Gucken wir uns die Beispiele mal an. Links vom Chef, sein iPad hat er Kylepad genannt, befinden sich gekaufte Artikel, die noch nicht in ihre iTunes-Mediathek übertragen wurden. Sie sollten diese Objekte in ihre iTunes-Mediathek übertragen, bevor Sie das iPad aktualisieren, möchten Sie wirklich fortfahren. So, warum kann ich denn jetzt hier nicht auf Synchronisieren klicken? Das ist doch das, was angeboten ist. Wieso wird denn die Funktion, die ich doch machen soll, nicht angeboten? Hier unten. Änderungen können von Word nicht in diesem automatisch wiederhergestellten Dokument gespeichert werden, weil automatisch wiederhergestellte Dokumente schreibgeschützt sind. So gut, okay. Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie im Menü Datei auf Speichern unter und geben Sie dann einen neuen Namen für das Dokument an. Also bitte, wieso kann ich jetzt nicht hier Speichern unter anklicken, um diesen Dialog direkt aufzurufen? Oder noch besser, wieso kann ich ja nicht hier gleich einen Namen eintippen zum Speichern? Das ist doch blöd. Also das gibt es ganz oft. Sowas findet ihr tausendfach, dass es irgendwelche Meldungen gibt, Rückmeldungen gibt, die dem Nutzer sagen, was er tun soll, es ihm dann aber nicht möglich machen. Und das geht besser. Hier zum Beispiel. Ne? Wieder ein ganz altes Beispiel. Uralter Editor, eine Textdatei mit demselben Namen existiert bereits, auf welche Weise soll weiterverfahren werden? Und jetzt sind die Möglichkeiten, überschreiben, anhängen, gut, abbrechen, ein bisschen blöd genannt, und umbenennen, alle da. Ich gebe wohl zu, umbenennen ist etwas mehrdeutig. Ne? Man weiß nicht so richtig, was eigentlich umbenannt wird. Ob die alte Datei umbenannt wird oder die neue Datei, also verbesserungswürdig ist das auch. Aber alle diese Möglichkeiten sind direkt jetzt hier verfügbar. Und häufig ist das nicht so. Gucken wir uns die beiden aktuellen Möglichkeiten an. Einmal Word und einmal Pages, was das Gleiche ist, also das ist quasi das Word von Apple. Und ich habe zwar Möglichkeiten unten, das wird immer gesagt, es sind noch mehrere Dokumente geöffnet, und ich kann dann jetzt sagen, ich möchte die Änderungen verwerfen oder ich möchte die Änderungen überprüfen, was letztendlich bedeutet, ich werde zurück ins Programm geschickt und muss die dann einzeln abspeichern oder nicht. Aber es fehlt immer eine Möglichkeit. Oben kann ich die Änderungen alle verwerfen und oben kann ich die Änderungen alle speichern. Aber es fehlt immer jeweils der andere Aspekt. Ganz davon unabhängig, dass es völlig verwirrend ist, dass diese so inkonsistent sind, diese beiden Dialoge. Der gleiche Knopf ist einmal Änderungen verwerfen und einmal alles speichern und beenden. Anderes Problem an anderer Stelle noch von uns betrachtet. Direktes Handlungsangebot. Die Netzwerkeinstellung ist ausgeschaltet, Netzwerk, Computer und Geräte sind nicht sichtbar, schalten Sie die Netzwerkkennung im Netzwerk- und Freigabecenter ein. Wo ist das denn? Ne? Warum finde ich das denn jetzt nicht hier? Gut, schlecht, also schlecht gemacht an dieser Stelle.
An anderer Stelle besser. Im Explorer selber steht Netzwerkkennung und Dateifrage, aber Netzwerk können nicht sichtbar. Klicken Sie hier, um dies zu ändern. Das geht doch. Die Darstellung ist mistig. Kein Mensch kommt auf den Gedanken, dass man da draufklicken kann. Ne? Aber zumindest ist das Handlungsangebot da. Oder auch hier. Einige Apps antworten bis zur Abmeldung nicht auf Skalierungsänderungen. Jetzt Admin melden. Hier direkt angeboten. Immer dann, wenn man sagen kann, was zu tun ist, bietet es an. Ganz einfach. Und doch so selten gemacht. Auch etwas, was häufig gemacht wird und was auch nie notwendig ist, Auswahlbestätigungen. Also, was meine ich damit? Ich bringe den Nutzer dazu, eine Auswahl zu treffen und lasse ihn diese Auswahl noch einmal bestätigen. Dazu gibt es natürlich manchmal Gründe, wenn ich sagen muss, ich muss nochmal sicherheitsmäßig, also aus irgendwelchen Sicherheitsgründen, das nochmal bestätigen lassen. Das ist hier aber nicht gemeint, sondern wenn ihr euch hier das mal anguckt, der Screenshot ist etwas schlecht, ich habe versucht, Ihnen ein aktueller, das ist ein uralter Screenshot von einem System, was wir vor Jahren mal uns angeguckt hatten, ich habe keinen besseren mehr gefunden. Dann gucken wir uns den unteren Bereich an, hier mit dem, wo steht Warenbegleitschein. Auf links muss ich mich entscheiden, ob ich den Warenbegleitschein drucken will oder nicht. Und nur wenn ich das angeklickt habe, macht ja diese Auswahl hier überhaupt einen Sinn. Ne? Wenn ich die nicht angeklickt habe, ist diese Auswahl ja irgendwie witzlos. Das kann man viel besser und eingabeminimaler, ausführungsminimaler gestalten. So. Ich habe hier die Auswahl wieder, alle drei Optionen. Einzelschein drucken, Einzelschein mit Prüftext, Sammelschein, das sind die drei von da. Und die Option nicht drucken biete ich einfach hier als eine weitere Option mit an. Was spart das, wenn ich jetzt über Eingabeminimalität nachdenke? Maximal, also im besten Fall einen Klick. Im schlimmsten Fall nichts. Im schlimmsten Fall wollte ich nichts drucken, dann muss ich genau einmal klicken. Im besten Fall spart es hier einen Klick. Das ist ein Dialog, den gab es früher mal so bei Word. Word is updating the table of contents, select one of the following options und dann muss ich sie selecten, also auswählen und dann kann ich noch okay, muss ich noch OK und Cancel drücken. Aber da ist OK und Cancel doch auch eine Frage, die nur entscheidet, ob die Auswahl oben überhaupt eine Bewandtnis hat. Und auf die kann ich immer verzichten. Das ist jetzt hier aus einem Buch von Herrn Reskin, der hat diese verbesserte Dialog vorgeschlagen. Der Vorteil ist, es ist übersichtlicher, es hat weniger Elemente, es sind nicht so viele verschiedene Elemente drauf. Auf die Auktion orientiert, ich habe Buttons, auf denen draufsteht, was passiert. Ne? Das ist ja immer erstrebenswert. Aber er hat ein paar Sachen vergessen. Er hat vergessen, dass es keinen Default-Wert mehr gibt, den es vorher ja gab. Ne? Ich konnte ja einfach Enter drücken und hat dann diese obere Auswahl ja automatisch bestätigt. Die Antwortordnung der Schaltflächen ist irgendwie krude, also durcheinander. Und Cancel ist ein generischer Button. Also der Herr Reskin hat nicht in unserer Vorlesung gesessen. Aber diesen Aspekt, diese zusätzliche Auswahl rauszunehmen, die hat er gut erkannt und hat sie gut beschrieben. Gucken wir uns ein Beispiel davon an, nicht, dass ihr mir sagt, das gibt es ja gar nicht mehr. Dieses ist, wie heißt denn die Software? VirtualBox, genau. VirtualBox, also die für virtuelle Maschinen. Ne? Ich habe da so ein Windows XP offensichtlich da drin gehabt. Und das habe ich dann auf Schließen geklickt und dann kriege ich diese Auswahl. Und dann steht erstmal oben, you want to. Sie hätten sowas Blödes gesehen. Also das könnte man auch einfach schlicht weglassen. Oder zumindest könnte man irgendwie eine Aufforderung hinschreiben. You want to ist völlig sinnfrei. Und dann habe ich drei Aspekte zur Auswahl und muss diese Auswahl dann nochmal bestätigen. Auch das, da kann man das einfach weglassen und fügt dann einfach quasi diese Cancel-Funktion, dieses Negative, dieses Cancel, einfach in die Auswahl mit hinzu und macht Buttons raus, wie hier. Erstmal oben ein vernünftiger Text und dann habe ich die Möglichkeiten. Save the machine, state send, shutdown, signal, power off oder return to virtual machine. Ich habe die Auswahl, die nur bestätigt, ob die Auswahl von vorher überhaupt valide ist oder überhaupt sinnvoll ist, einfach integriert. Jo, letzter Aspekt in dem Zusammenhang, inkrementelle Rückmeldungen. Es geht uns ja darum, denkt dran, wo wir sind, Ausführungsminimalität, ich sage so oft Eingabeminimalität, wir haben das früher Eingabeminimalität genannt, ist aber das Gleiche. Also ich will die Anzahl der Schritte, die Anzahl der Eingaben tatsächlich minimieren, die Anzahl der Ausführungsschritte.
so früh wie möglich Rückmeldung geben hilft natürlich. Weil wenn ich zum Beispiel in dieser Suche schon Rückmeldung gebe, während ich noch tippe, dann muss ich wahrscheinlich gar nicht erst zu Ende tippen. Ihr kennt das alle von Google. Google Suggestions, ne? Google-Vorschläge. Ihr tippt und wahrscheinlich tippt ihr bei Google ja selten die ganzen Wörter ein, sondern man tippt und wählt dann in der Liste darunter schon die entsprechenden Vorschläge aus. Das ist immer eine gute Sache, bedeutet aber in der Regel, dass ich einen guten Index dahinter haben muss. Sonst kann das ja nicht funktionieren. Und ich muss das auch so gestalten, dass dieses Suchen im Hintergrund mich nicht im Vordergrund ablenkt. Also nicht, dass das System deswegen hängt. Wenn das passiert, dann sollte ich es besser lassen. Gut, ich habe noch ein Thema, was zwar mit der Ausführungsminimalität zusammenhängt, aber eigentlich so ein Gesamtthema ist. Ich hoffe, ich kriege das durch. Ich habe noch ungefähr 10 Minuten. Ich versuche es mal. Und wenn nicht, dann machen wir entweder beim nächsten Mal weiter oder ich bitte euch vielleicht doch 2 Minuten mal länger. Wir haben auch häufiger schon früher Schluss gemacht. Vielleicht können wir das ausgleichen. Es geht um modusarme Interaktion. Modusarme Interaktion war mal das A und O der Ergonomie. Modi reduzieren. Jetzt muss man erstmal wissen, was überhaupt ein Modus ist. Jeder von euch, der VI häufig benutzt, weiß, was ein Modus ist. Wer benutzt VI als Editor? Ja, so ein paar. Ja, Gero, das weiß ich, da hab's doch schon gesehen. Gib's zu. Ist ja nicht so schlimm. Also VI ist ein Texteditor auf Unix-Ebene und der ist extrem modusbasiert. Ich zeige euch mal hier dieses Beispiel. Ich öffne den Editor VI mit einer Textdatei. So, und jetzt bin ich in einem Insert-Modus. Ich habe auf I gedrückt, bin in einen Insert-Modus. Jetzt kann ich hier Text eingeben. Ja. Ich hätte das Video schneller laufen lassen sollen. So. Ja. Das ist schlimm, sich selber zugucken zu müssen, weil man was macht. So, jetzt gehe ich aus dem Insert-Modus raus und bin in einem Bearbeitungsmodus und kann jetzt Befehle geben, zum Beispiel, dass ich in der zweiten Zeile was eingeben möchte und mache das und drücke Plus und dann erscheinen diese, wenn ich jetzt hier Punkt drücke, erscheinen diese Plusse da oben. Ich habe also einen Insert-Modus und einen Befehlsmodus. Ich kann jetzt einen anderen Befehl machen. In Zeile 3 möchte ich das Higher durch Hier ersetzen. Ich drücke Enter und dann passiert das. Das ist aber nicht in dem Insert-Modus passiert, sondern in dem Bearbeitungsmodus. Und was häufig passiert ist bei VI, man ist in dem falschen Modus. Man denkt, man ist im Insert-Modus, man fängt an zu tippen und passiert irgendwie Unsinn oder gar nichts, bestenfalls gar nichts, schlimmstenfalls Unsinn. Das ist das, was schnell passieren kann. Modi waren früher sehr verbreitet und der Larry Tesler hat seinerzeit quasi den Kampf gegen Modi aufgenommen. Der hat bei Xerox PARC und bei Apple gearbeitet und war also der größte Verfechter, diese Modi abzuschaffen. Der hatte unter anderem Nummernschilder sich gemacht, die so aussahen, wo dann diese No-Modes-Nummernschilder, mit denen er dann irgendwie hausieren ging. Die meisten Modi, die Herr Tesla damals beschrieben hatte, sind allerdings heute gar keine Modi mehr. Gucken wir mal, oder beziehungsweise wir sehen sie nicht mehr so als Problem an. Ein Modus sprechen wir, das muss ich vorlesen, weil es ist ein bisschen komplex, wenn in Abhängigkeit von einem Interface-Zustand verschiedene Funktionen zur Verfügung stehen und oder wenn in Abhängigkeit von einem Interface-Zustand die gleiche Eingabe zu verschiedenen Ergebnissen führt. So, also ich kann irgendwie umstellen, ich kann in dem User-Interface was umstellen, es verhält sich mal so oder mal so. Das hatten wir bei VI gerade gut gesehen. Die gleiche Eingabe führt unten in dem Kommandomodus zu etwas ganz anderem, als wenn ich im Insert-Modus gewesen wäre. Dann hätten wir das ja einfach als Text dort gesehen, auf dem Bildschirm. Diese Definition kann man so akzeptieren. Allerdings sind dann viele Sachen Modi, die wir gar nicht mehr so als problematisch ansehen. Tesla hatte zum Beispiel diese Probleme als Modi angesehen. Ein Programm ist ein Modus. Wenn ich in einem Programm bin, kann ich nur noch die Funktionalität dieses Programms benutzen und nicht die Funktionalität anderer Programme. Das war offensichtlich zu einer Zeit, als es kein Multitasking gab. Das hat sich irgendwie erledigt, das Problem. Dateiauswahl hat er als Modus gesehen, weil wenn ich in so eine Dateiauswahlbox gebe, kann ich hier noch Dateinamen angeben, kann aber nicht sehen, was da sonst noch für Dateien sind. Haben wir gerade eben gesehen, der Modus ist auch erledigt worden durch Dateiauswahlboxen und auch durch Multitasking natürlich. Aber auch sonst, wenn wir diese Definition nehmen, ist natürlich nicht jedes Problem, jeder wirklich ein Modusproblem. Dieser Definition nach, die ich gerade gesagt habe, wären das alles Modi. Ich bin entweder in Word oder in Excel.
Die gleiche Eingabe führt zu ganz anderen Ergebnissen. Hm. Ja, gut. Haben wir auch so erwartet eigentlich, ne? Ich bin entweder in der Texteingabe oder im Speichernfenster. Auch das würde ich sagen, ja klar, kann man so als Modus definieren, nach dem da oben. Ist aber in der Regel kein großes Problem. Gucken wir uns da unten an. Bei gedrückter Shift-Taste passiert ganz was anderes mit den Buchstaben, die ich eintippe, als wenn ich die Shift-Taste nicht drücke. Ist das ein Problem? Eigentlich auch nicht. Aber es würde alles für diese Modusdefinition da oben sprechen. Warum ist das kein Problem? Da unten steht es, die Modi sind inhaltlich begründet. Ich habe mich für ein Programm entschieden. Explizit für ein Programm entschieden. Und ich verwechsle auch nicht Word und Excel miteinander. Ne? Ich sitze nicht davor und weiß gar nicht mehr, was das ist. Selten passiert sowas. Die Modi sind klar ersichtlich. Eben, Word sieht ganz anders aus als Excel. Ich sehe also, in welchem Programm ich mich befinde. Und ich habe sie aufgerufen. Bin ich irgendwie dort hineingeraten in diesen Modus. Deswegen sehe ich die nicht als großes Problem an. Wann können denn Modi dann ein Problem sein? Modi können ein Problem sein, wenn, und dann gucken wir uns mal diese Definition von Herrn Raskin wieder an. Das ist der, von dem auch eben dieser verbesserte Dialog gewesen ist. Ne? Der hat das hat Modal ein bisschen anders definiert. Und ich mal ein bisschen freier habe ich das mal hier aufgeschrieben. Eine Mensch-Maschine-Schnittstelle ist modal, wenn ein aktueller Zustand des Interfaces nicht Gegenstand der Aufmerksamkeit des Nutzers ist. Das heißt, ich habe irgendwo eine Einstellung, in dem einen Modus oder in dem anderen Modus zu sein, aber ich achte da gerade nicht drauf, zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, wo diese Änderung passiert. Und die Reaktion des Interfaces auf die Eingabe von diesem aktuellen Zustand abhängt. Das heißt, wichtig ist vor allen Dingen, wenn der Modus wechselt, ohne dass ich es bemerke, dann habe ich auf jeden Fall immer ein Problem mit diesem Modus. Als Definition für modal ist das ein bisschen schwierig, weil das würde bedeuten, dass alles, was wir als Modus bezeichnen, wenn wir ihn nur explizit betreten, man nicht Modus nennen dürfte. Das ist ein bisschen komisch. Aber man kann dieses Problem gut erklären. Also immer dann, wenn der User-Interface-Zustand wechselt, ohne dass ich es merke, habe ich ein Problem. Zwei Möglichkeiten habe ich, die ich daraus kommen kann. Ich kann entweder die Reaktion auf eine Eingabe, wie da oben steht, unabhängig von diesem Zustand machen. Das heißt, die Eingabe bewirkt immer das Gleiche. Dann habe ich kein Problem. Oder ich mache diesen User-Interface-Zustand sichtbar. Hier habe ich das nochmal zusammengeschrieben. Oben unsere Modusdefinition, unten ein, wann ein Modusproblem vorliegt. Gucken wir uns ein Beispiel an für einen Modus. Ein klassisches Beispiel, einfügen versus überschreiben auf einer klassischen IBM-Tastatur. Wer von euch einen, nicht Laptop, sondern einen Desktop-Rechner zu Hause hat, kann das ausprobieren. Ein Laptop fehlt meistens die entsprechende Taste dazu. Da gibt es nämlich auf der Tastatur die Insert-Taste. Und die Insert-Taste bewirkt in Texteingabeprogrammen, dass man entweder einfügt oder überschreibt. Gucken wir uns das hier an. Ich schreibe hier. Und wenn ich jetzt was schreibe, schreibe ich den Text dazwischen. Das ist üblich. Jetzt achtet mal drauf, jetzt steht hier unten gleich überschreiben. Ich habe auf Insert gedruckt. Und wenn ich jetzt tippe, übertippe ich. Das ist ein ganz klassischer Modus. Und das Problem ist, dass ich das häufig versehentlich oder beziehungsweise ich das nicht sehe. Ich drücke da versehentlich drauf und denke, was ist denn jetzt passiert? Warum passiert das jetzt? Warum verhält sich das System ganz anders? Hier ist ja noch der Vorteil, es wird sogar angezeigt. Wenn ihr das mit Notepad ausprobiert, also dem Windows-Editor, dann wird das gar nicht erst angezeigt. Aber trotzdem ist diese Eigenschaft trotzdem da. Ihr überschreibt dann trotzdem. Diesem Modus ist man beigekommen. Und zwar ist man dem beigekommen, indem man eigentlich gesagt hat, wir brauchen den eigentlich nicht. Wir müssen nicht entweder dazwischen schreiben oder überschreiben, sondern wir sagen einfach, wir überschreiben einfach immer das, was markiert ist. Also wenn ihr was markiert und fangt an zu tippen, wird das, was markiert ist, überschrieben. Das heißt hier Eingabe, dann ist markiert, ein ist markiert, ihr schreibt ab, steht da Abgabe. Gab ist markiert, ihr drückt entfernen, steht da die eine. Und wenn nichts markiert ist, dann ist quasi dieser Nichtsraum markiert, also die Lücke ist dann markiert und dann überschreibt ihr diese Lücke. Dann haben wir hier die Eisengabe. Das heißt, man hat beide Modi auf einen Modus reduziert und ist dieses Problem komplett losgeworden, dass man den Modus versehentlich betritt, dass man das nicht sieht, etc.
Gucken wir uns noch ein schönes Beispiel an und den Rest zum Auflösen von Modi machen wir dann doch beim nächsten Mal. Aber es ist ein schönes Beispiel, damit kann man schön nach Hause gehen. Windows-Taschenrechner. Vielleicht benutzt ihn ja jemand dann und wann mal diesen Windows-Taschenrechner. Ich habe 5 plus 5 mal 3 aufgerufen, eingegeben und habe als Ergebnis 30 bekommen. Das ist ein Taschenrechner, so gibt es so viele, wenn ihr zum Beispiel mal von einer Bank oder sowas mal so ein Billigtaschenrechner irgendwo geschenkt kriegt, da passiert das. Ne? Der kann keine Punkt-Strich-Rechnung. Der rechnet immer nur mit dem letzten Ergebnis weiter. Und dann haben wir 5 plus 5, dann hatten wir schon 10, dann gehen wir an mal 3, kommen wir bei 30 raus. Gut. Wenn ich diesen gleichen Taschenrechner umschalte auf wissenschaftlich und gebe 5 plus 5 mal 3 ein, kommt 20 raus. Das ist meiner Meinung nach ein Modusproblem, obwohl man den Modus sogar sieht. Also steht ja da, Standard und wissenschaftlich. Ne? Aber trotz alledem ist es sehr unerwartet und nicht, also wirklich auch nicht zu erwarten, dass die gleiche Eingabe da ein anderes Resultat hervorruft als da. Warum sollte das so sein? Die gleiche Eingabe mit unterschiedlichen Ergebnissen. Man kann aber mit Konsistenz argumentieren. Ne? Man kann sagen, naja, dieser Modus ist nicht konsistent zu dem Modus, aber diese Lösung ist konsistent zu einem Billigtaschenrechner, den die Leute kennen, und diese Lösung ist konsistent zu einem teureren Taschenrechner, den die Leute kennen. Das ist wahrscheinlich die Lösung dahinter. Trotz alledem kommt hier ein Modusproblem auf. So, und da wir jetzt doch überzogen haben, mache ich an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Es ist nicht mehr ganz viel, aber dann kann ich das in Ruhe erzählen. Vielen Dank und bis in 2 Wochen. Erholt euch gut nächste Woche und drückt die Daumen für die deutsche Nationalmannschaft dann nächste Woche. Ich glaube, die braucht das auch. Bis dann. Tschüss.